Dialinstadt. Antifa und die Staatspropaganda. Stuttgart am 30. April 2016. Die zu diesem Zeitpunkt stark hinzugewinnende AfD möchte ihren Bundesparteitag abhalten. Genau dies wollen Linksextremisten verhindern. Sie errichten Blockaden bei nahezu allen Zugängen des Veranstaltungsorts. Zufahrten werden mit brennenden Autoreifen gesperrt. Die Polizei muss errichtete Barrikaden wieder abbauen. An alle Teilnehmer, die den friedlichen Verlauf der Versammlung stören, aufgrund ihrer Vermummung und ihrer Errichtung von Barrikaden genießen sie nicht mehr den Schutz des Versammlungsrechts. Sie befinden sich im polizeilichen Gewahrsam. Über 400 der etwas mehr als 1000 Antifa-Mitstreiter werden verhaftet. Aus dieser Gruppe kam es zu Gewalttätigkeiten gegen Polizeibeamte. Der gezeigte Einsatz von Tränengas war die Folge. Nach Verhandlungen der Polizei mit der Antifa lassen die Sicherheitskräfte diese Gruppe unter Triumphgeschrei wieder ziehen. Kurz darauf beteiligen sich die Linksaktivisten wieder an Blockaden gegen den Bundesparteitag, dessen Beginn in der Folge verschoben werden muss. Mit ausgeklügelten und fein abgestimmten Aktionen will die Antifa die basisdemokratische Abstimmung der AfD über ihr Parteiprogramm verhindern. Diese älteren Herrschaften dürfen nach dem Willen der Antifa nicht am Parteitag teilnehmen. Noch der kleinste Zugang wird versperrt. Für manches Mitglied entwickelt sich der Gang zum Parteitag zu einem reinen Spießrutenlauf. Wenn hier kein freier Zugang ermöglicht wird, finde ich das schon bedenklich. Bedenklich heißt, dass es mich schon stört, dass ich da vorne sehe, dass einen ungesicherten Abhang 70, 75-jährige Leute runterlaufen müssen, weil irgendwelche Jugendlichen hier Asphaltstraßen versperren. Finde ich nicht in Ordnung. Wir möchten ganz friedlich zu einem Parteitag einer demokratischen Partei. Und das, was Sie sehen, ist der Begriff wahrscheinlich, der uns erwartet. Was passiert? Hier stehen nette Leute, die uns eindeutig gehindert haben, mich fast geschlagen haben. Und passiert nichts und die Polizei guckt zu. Das finde ich nicht richtig. Diese Vorkommnisse sind das Resultat einer langen Vorgeschichte, die tief in die linksextreme Szene führt und die Vernetzung und Verstrickung der etablierten Politik mit dem Linksextremismus aufzeigt. Oktober 2015. Die Flüchtlingskrise erreicht ihren zahlenmäßigen Höhepunkt. Kanzlerin Merkel hat einen Monat zuvor die Grenzen geöffnet und sich in einem beispiellosen Willkürakt über die bisherige Asylgesetzgebung hinweggesetzt. Die AfD demonstriert daher Mitte Oktober 2015 im bayerischen Grenzort Freilassing. In diesem Herbst ist die AfD in Umfragen nach der Abspaltung des früheren Parteivorsitzenden Bernd Lucke abgefallen. Kein Grund zur Sorge, findet AfD-Landesvorsitzender Petr Bistron. Die AfD war nie tot. Die AfD war immer stark. Es waren nur Teile der linken Presse, die sie versucht haben, tot zu schreiben. Wir sind bundesweit bei 20.000 Mitgliedern. Wir sind lebendiger denn je. Wir sind wieder hier und wir werden die Etablierten weiter vor uns hertreiben. Tatsächlich setzt die AfD mit der Asylkrise zu einem regelrechten Höhenflug an. Das ahnen auch die etablierten Parteien. Hier in Freilassing, wie fast überall, rufen sie zusammen mit linken Organisationen zur Gegendemonstration auf. Doch in diesem Fall ist die CSU einmal nicht dabei.
Die Rituale sind hier wie auch sonst immer dieselben. Die Linke kann in politischen Gegnern ausschließlich Nazis erkennen. Das Einzige, was einen vom Vorwurf des Faschismus befreit, weiß die grüne Jugend. Offene Grenzen weltweit. Demnach wäre jeder Staat mit effektivem Grenzschutz dem Dritten Reich gleichzusetzen. Was noch vor kurzem der Slogan von grüner Jugend und anderen Linksextremen wie der Antifa war, wird im Jahr 2015 zur angewandten Politik der Bundesregierung. Bistron verlangt der etablierten Politik jedoch klares Handeln ab. Wir müssen die bestehenden Gesetze einhalten. Wir müssen die äußere EU-Grenze schützen und wir müssen auch diejenigen, die hier unberechtigterweise eingereist sind, wieder zurück in ihre Heimat schicken. Dadurch sieht sich die AfD in der immer hitziger werdenden Debatte dem Vorwurf ausgesetzt, den Ton zu verschärfen. Eine Sichtweise, die Bistron zurückweist. Die AfD ist immer noch eine bürgerliche Partei. Wir artikulieren lediglich das, was die Menschen im Lande denken und fühlen. Während die CSU mal mit dem Ausstieg aus der Koalition oder auch mit der eigenständigen Sicherung der eigenen Grenzen droht, überqueren ungezählt mehr und mehr Migranten bei Passau die Grenze. Mittlerweile befinden sich darunter tatsächlich mehr Kinder, als wir wenige Monate zuvor bei unseren Recherchen in Italien gesehen haben. Eine Registrierung bei Grenzübertritt findet allerdings nicht statt. Man setzt darauf, dass sich alle beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge freiwillig melden. Das geschieht allerdings häufig nicht. Die Folge? Niemand weiß, wie viele Migranten im Jahr 2015 nach Deutschland kamen. Nur eines ist sicher. Es sind mehr als 1 Million. Sogar 1,5 Millionen sollen es sein. Absurde Zustände in einem Land, das weltweit für seine Ordnungsliebe bekannt ist. Doch jegliche Kritik oder auch nur Skepsis wird prompt mit dem Vorwurf des Faschismus beantwortet. Aber nicht nur die Zustände sind absurd, sondern zum Teil auch die Vorstellungen der Migranten. Doch sind diese der europäischen Politik der Verlockung geschuldet? Ich möchte nach Norwegen. Warum Norwegen? In Norwegen gibt es mehr Regierungsprogramme, mehr soziales Leben, mehr Menschenrechte. Und das ist viel besser. Sind Sie alleine? Ja, ich habe keine Familie dabei. Ich bin Single. Wollen Sie Ihre Familie nach Norwegen nachholen? Oh nein, meine Familie will nicht nach Europa. Sie sind alt. Ich bin der Jüngste. Ich will ein besseres Leben. Wo lebt Ihre Familie? Manche von ihnen leben in der Türkei und manche im Irak und wieder andere leben in Syrien. Eigenartig. Hören wir doch ununterbrochen, im Irak und insbesondere in Syrien zu leben sei unmöglich. Dieser vermeintliche Flüchtling beweist im Herbst 2015 das Gegenteil. Seine Familie will nicht auswandern, während er schlicht ein besseres Leben sucht. Was wollen Sie in Norwegen? Ich möchte überleben, leben, mein Leben genießen. Und was möchten Sie arbeiten? Ich weiß nicht. Zu Hause habe ich als Kellner gearbeitet. Ich möchte die Sprache lernen und dann wie alle anderen arbeiten, um auf eigenen Füßen zu stehen. Dankbarkeit ist allerdings klar zu erkennen. Ich möchte mich bei Österreich, der Regierung und dem Parlament bedanken, die Grenze für jeden geöffnet zu haben. Bevor ich hierher kam, war ich 6 Monate in der Türkei. Dort kann man nicht leben. Ob er noch rechtzeitig vor Schließung der norwegischen Grenze dort ankam oder dann doch in Deutschland bleiben musste, wissen wir nicht. Dieser junge Mann von 23 Jahren aus Syrien will in Deutschland Arzt werden. Nach einigem Hin und Her zu seiner bisherigen Schullaufbahn will er das Abitur in der Tasche haben. Merkwürdig allerdings, warum hatte er mit 23 Jahren nicht schon in Syrien studiert? Immerhin endet auch dort das Abitur nach 12 Schuljahren. Der Krieg habe sein Studium verhindert, erklärt er. Die Universität in der syrischen Hauptstadt Damaskus war allerdings nicht während all dieser Jahre geschlossen. Diese realitätsfernen Vorstellungen sind jedoch nicht allein der Fantasie der Migranten geschuldet. Kritiker der deutschen Migrationspolitik sehen die Ursachen zum einen in der Politik der USA, wie der Schweizer Politiker Oskar Freisinger.
Andere, wie der Landesvorsitzende der AfD in NRW, Martin Renner, sehen vor allem die Politik Deutschlands in der Verantwortung. Aber was ist der Ursprung dieser ganzen Misere? Das ist das neokoloniale Verhalten der NATO und der Angelsachsen in Afrika und im Nahen Osten. Die haben das bewirkt. Das ist auch Bundesministerium für Migration und Flüchtlinge, die ein 14-minütiges Werbevideo machen, mit Schwenks um die Personen herum einen von diesen Asylantrag stellen. Das ist, ich komme aus dieser Branche, Kommunikationsbranche, das ist ein perfekt gemachtes Werbevideo mit dem Tenor, bitte alle mühsam und Beladenen, kommt nach Deutschland, dort ist das Himmelreich. Dies ist das von Renner angesprochene Video, das tatsächlich ein professionelles Werbevideo ist. Ich bin gespannt, was mich hier erwartet. Am Eingang nimmt mich eine Mitarbeiterin in Empfang. Guten Morgen, wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie Dokumente dabei? Dokuments? Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge treibt darin die Migranten direkt in die Arme solcher linken Organisationen wie dem Bayerischen Flüchtlingsrat. Jetzt habe ich meinen Asylantrag gestellt und bin froh, diesen wichtigen Schritt geschafft zu haben. Mein nächster Weg führt mich zu einer Flüchtlingsorganisation. Hier will ich mich nochmal ausführlich zum Asylverfahren beraten lassen. Dieses Video wurde auch in Sprachen übersetzt, die nur in sicheren Drittstaaten gesprochen werden. Ich habe nun erstmal alles getan, um in Deutschland Asyl zu bekommen. In der Schweiz haben wir das gemerkt und da haben wir, hat doch das Bundesamt, das Betreffende für Migrationswesen, hat ein Video gemacht, um den Afrikanern, da ist Nigeria und so weiter, zu sagen, kommt nicht in die Schweiz, es ist nicht so, wie man es euch sagt, und so weiter. Ihr werdet dann irgendwie in der Gosse landen, es geht euch schlecht, ihr seid nicht erwünscht. Also ein Video, um zu zeigen, dass die Attraktivität gering ist. Was nützt euch das, wenn daneben jeder, der reinkam, sein Handy braucht und seine SMS rüberschickt mit den fantastischen Bildern der Schweiz? Wenn sie so etwas machen, dann muss das Land auch weniger attraktiv sein. Es muss auch dementsprechend, was im Film drin ist. Sie können nicht auf der einen Seite große jeden aufnehmen und dann meinen, so ein Video würde etwas ändern. Das muss dann übereinstimmen, sonst ist die Übung für nichts. In der Schweiz ist man den umgekehrten Weg gegangen. Wie eine solch stringente Handhabung aussieht, schildert Freisinger ganz plastisch anhand des Zugverkehrs mit Italien. Prosaischer gesagt, es geht nicht anders als Machtpositionen besetzen. Es geht nicht anders. Ihr müsst wachsen. Wir haben jetzt mit 30% doch einen gewissen Einfluss auf die Politik. Und ich zum Beispiel bin jetzt Minister in einer Regierung. Ich kann Ihnen sagen, meine Präsenz, ich bin nur einer unter fünf. Wir sind fünf, ich bin nur einer. Aber in diesen Bereichen, im Bereich Sicherheit, zum Beispiel, wir hatten jetzt einen starken Andrang über einen Zug, der kam durch den Simplon, oder? Wir schicken die systematisch zurück. Systematisch. Die holen wir aus dem Zug in den nächsten Reihen wieder zurück nach Italien. Ich lasse keinen durch. Fertig. Anders in Deutschland. Dort wird sehr wenig abgeschoben. Allerdings gibt es eine Ausnahme. Bayern. Doch auch dort werde zu wenig abgeschoben, findet zumindest Bistron. Die CSU verspricht immer, mehrere Abschiebungen zu machen. Und das Gegenteil ist der Fall. Flüchtlingszahlen haben sich im Jahr 2015 gegenüber dem Vorjahr verfünffacht. Die Abschiebungen dagegen nur verdoppelt. Das heißt, wir haben einen Rückgang der Abschiebungen. Das rührt daher, dass die CSU überhaupt kein Interesse hat, Abschiebungen wirklich auch durchzuführen. Das sieht man auch daran, dass sie sich mit solchen Organisationen wie mit dem Bayerischen Flüchtlingsrat an einen Tisch zusammensetzt. Ganz fair ist dieser Vergleich nicht. Schließlich werden Migranten aufgrund des zunächst anstehenden Asylverfahrens nicht so schnell ausreisepflichtig, wie sie einreisen. Die Abschiebezahlen steigen daher erst mit einiger Verzögerung. Allerdings beruhen die relativ hohen Abschiebezahlen der Bayern auf einer Täuschung. Denn auch Bayern schiebt nur in Länder ab, die ihre Staatsangehörigen gerne zurücknehmen. Nicht zuletzt, weil die Bundesregierung, an der die CSU beteiligt ist, es versäumt, auf die übrigen Länder Druck auszuüben, bleiben viele Ausländer nach abgelehntem Asylantrag dennoch in Deutschland. Und auch für diese baut man auch in Deutschland Wohnungen. Das gibt Innenminister Joachim Herrmann in einer Pressekonferenz mit den kommunalen Vertretern bekannt. Noch einmal, es ist klar, diejenigen, die kein Asylrecht genießen, müssen unser Land wieder verlassen. Aber es ist auch völlig klar, dass wir einen erheblichen Anteil haben, die Asylrecht zugesprochen bekommen.
und die müssen einen vernünftigen Wohnraum erhalten. Joachim Herrmann behauptet, wer kein Asyl bekomme, müsse wieder ausreisen. Der CSU-Politiker will mit dieser Behauptung die Deutschen beruhigen, die für abgelehnte Asylbewerber sicher keine Wohnungen und Häuser finanzieren wollen. Doch schon in dieser Pressekonferenz wird klar, dass Herrmanns Darstellung die Wahrheit ordentlich verbiegt. Den Nachweis hierfür erbringt Nürnbergs Oberbürgermeister Ulrich Mahli. Machen Sie sich bitte gar nicht erst die Mühe, inhaltliche Widersprüche herausfinden zu wollen, weil wir sind uns bei diesem Thema tatsächlich völlig einig. Es geht um anerkannte und geduldete Asylbewerber. Nanu, Geduldete? Auch diese sollen mit Wohnungen und Häusern versorgt werden? Geduldete Ausländer sind solche, deren Asylantrag abgelehnt wurde. Und die ausreisepflichtig sind. Laut § 60a Aufenthaltsgesetz ist eine Duldung die vorübergehende Aussetzung einer Abschiebung. Mit anderen Worten, wer geduldet ist, dessen Asylantrag ist schon lange abgelehnt. Aber warum werden für ausreisepflichtige Geduldete Wohnungen und Häuser gebaut? Der bei der Pressekonferenz ebenfalls anwesende Landrat von Fürstenfeldbruck, Thomas Karmasin, versucht verzweifelt zu erklären, warum ein Geduldeter irgendwie doch etwas mit einem Asylberechtigten zu tun hat. Von klassisch Geduldeten spricht man eigentlich im Ausländerrecht von solchen Menschen, die zwar zur Ausreise verpflichtet sind, weil sie keinen Asylgrund haben, auch sonst keinen Schutzgrund bei uns haben, die man aber momentan nicht abschieben kann, weil sie zum Beispiel ein persönliches Abschiebehindernis haben. Naja, geduldet ist jemand nach 60a Aufenthaltsgesetz. Das heißt, er ist vollziehbar ausreisepflichtig. Er kann nur dann geduldet sein, wenn seine übrigen Anträge alle abgelehnt wurden. Genau. Und dann ist jemand geduldet. Ja. Wenn er nicht zurück kann, weil er aus einem Bürgerkriegsflüchtlingsland kommt und dort gefährdet wäre, dann bekommt er auch einen Aufenthaltsstatus, eine Richtig. Aufenthaltserlaubnis. Eine Duldung bekommt nur jemand, der ausreisepflichtig ist und keine rechtliche Möglichkeit genau. mehr hat, während ja das Aufnahmeland keine Möglichkeit zur Abschiebung hat. Geduldet sind solche, die ein persönliches Abschiebehindernis haben und die eigentlich nach Hause müssten, man es aber nicht vollzieht. Kein Pass. Ja, kein Pass, da arbeitet man dann darauf hin. Aber das ist natürlich selbstverständlich, dass man jemand, der hier im Land schon nicht sein darf, man ja auch nicht sich bemüht, dass er eine Wohnung bekommt. Mhm. Denn im Gegenteil, wird man schnellstmöglich schauen, dass man den Pass beschafft, dass man die Krankheit heilt, dass man die Reisefähigkeit herstellt, damit man schnellstmöglich nach Hause kommt. Wie groß bzw. klein das Problem wäre, wenn nur die nach dem Grundgesetz Asylberechtigten in Deutschland bleiben dürften, erklärt Karmasin sehr anschaulich. Die echten als Asylbewerber anerkannten Menschen sind so verschwindend gering, fast möchte ich sagen, ich könnte sie alle in Fürstenfeldbruck unterbringen. Am Ende soll es dann eine sprachliche Ungenauigkeit gewesen sein, die zu der Aussage führte, auch Geduldete würden Wohnungen erhalten. Insofern sozusagen, wenn das vorher in der Pressekonferenz durcheinander gekommen ist mit den Begrifflichkeiten, ist vielleicht ein falscher Eindruck erweckt worden. Aber Fakt ist, also wer kein Bleiberecht hat, muss schnellstmöglich nach Hause, braucht keine Wohnung. Allerdings hatte Nürnbergs Oberbürgermeister Ulrich Mahli in der Pressekonferenz auch auf Nachfrage bestätigt, dass die Wohnungen auch für geduldete und damit abgelehnte Asylbewerber gebaut würden. Herr Dr. Mahli, Sie hatten in Ihrem Eingangsstatement gesagt, es solle Wohnraum für anerkannte und geduldete Asylbewerber geschaffen werden. Gilt es also auch für Geduldete? Habe ich Sie da richtig verstanden? Ich habe in meinem Eingangsstatement gesagt, es soll geförderter Wohnraum für alle. Ich will genau diese Konkurrenz. Wir schaffen jetzt nur Wohnraum für Asylbewerber. Für alle Menschen, die einen Aufenthaltstitel besitzen, der sie zum längeren Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland berechtigt und die dann sozusagen sogenannte Fehlbeleger in den Gemeinschaftsunterkünften sind. Und das sind die Anerkannten und die Geduldeten. Aber galt es jetzt nicht für Geduldete? Doch. Die Wahrheit ist, viele Herkunftsländer weigern sich, ihre Staatsangehörigen zurückzunehmen. Seit Jahren, seit Jahrzehnten lässt sich dies Deutschland bieten. Daher schiebt auch Bayern nur in bestimmte Länder ab. Und mit dieser Scheinlösung geht die CSU dann beim Wähler hausieren. Was also tun? Martin Renner, Landesvorsitzender der AfD in NRW, hatte zusammen mit anderen Parteimitgliedern einen Forderungskatalog zusammengestellt. Es gibt sehr wohl Obergrenzen für Asylsicherheit. Ein ganz wesentlicher Punkt ist, sehr häufig können Abschiebungen nicht durchgeführt werden, weil die Herkunftsländer, diese hier Asylantrag suchenden, diese Leute nicht mehr zurücknehmen. Also zum Beispiel Afghanistan hat ja jetzt auch erklärt, nö, die jetzt in Deutschland sind, die wollen wir nicht mehr zurück. Da fordern wir, dass die Bundesregierung und die Europäische Union Sanktionen entwickelt gegenüber Herkunftsländern dieser Asylantragsteller, die abgelehnt wurden,
damit sie Sanktionen wirtschaftlicher Natur, politischer Natur, dass sie ihre Leute wieder zurücknehmen und wieder einreisen, zurück einreisen lassen. Wenige Wochen später wird nicht nur der Landesverband der AfD diesen Forderungskatalog übernehmen, sondern auch die Bundespartei. Erstmal würde ich sagen, sollte alle deutsche Hilfe, einschließlich aller EU-Hilfe, sofort ausgesetzt werden. Das heißt, es kann nicht sein, dass Länder Geld bekommen, aber ihre Flüchtlinge nicht zurücknehmen. Aber schauen Sie sich doch in Afghanistan um. Da soll die Bundeswehr jetzt wieder vollen Einsatz fahren, während die Afghanen hier zu uns kommen. Eine völlig verfehlte Politik. Das heißt, Afghanistan kann man sehr schnell zwingen, die Leute wieder zurückzunehmen, weil dieses Land völlig von uns abhängig ist, beziehungsweise überhaupt vom Westen. Und da gibt es wirtschaftliche wie militärische Möglichkeiten der Einwirkung, die man halt voll inhaltlich nutzen muss. Die etablierte Politik wird nach jahrelangen Versäumnissen noch Monate brauchen, um wenigstens ein paar wenige Drittstaaten zur Rücknahme ihrer eigenen Landsleute anzuhalten. Bundesinnenminister Thomas de Maizière, der ist seit gestern auf einer Art Mission in Nordafrika unterwegs. Er will in Marokko, Algerien und Tunesien erreichen, dass diese Länder ihre im vergangenen Jahr nach Deutschland gekommenen Staatsbürger schnell zurücknehmen. De Maizière startete in Marokko, in der Hauptstadt Rabat. Davon, dass die Bundesregierung hier vollzieht, was die AfD gefordert hat, kein Wort. Auch nicht in einem Beitrag über die AfD in derselben Sendung. Vielmehr wird dargestellt, die AfD sei nach dem Weggang Bernd Lucke's zur rechtspopulistischen Partei avanciert. Anfangs galt die AfD vielen als so eine Art diffuses Sammelsurium von Euroskeptikern und Europakritikern. Vor gut einem Jahr, dann fiel sie vor allem durch interne Querelen auf. Sie erinnern sich, ein Teil der ehemaligen Gründungsmannschaft unterlag im Machtkampf und verabschiedete sich. Und manch einer sah die Partei dann bereits am Ende. Doch stattdessen wurde die AfD erfolgreich, und zwar als rechtspopulistische Partei. Stimmt das? Oder war sie in den Augen der Medien nicht auch schon mit Lucke eine vermeintlich rechtspopulistische Partei? 1,5 Jahre zuvor. Derselbe Sender, ja die gleiche Sendung. Bernd Lucke ist noch ein begehrter Interviewpartner für die Tagesthemen. Lucke führt die AfD zu dieser Zeit noch an. Doch obwohl laut Tagesthemen vom Februar 2016 erst nach Weggang des egozentrischen Lucke der Vorwurf des Rechtspopulismus aufkam, bekommt der Zuschauer Folgendes zu hören. Nein, ich kann mich nicht damit abfinden. Es gehört nicht zu einer modernen Demokratie in Deutschland, eine Partei rechts von der Union zu haben. Ich kann mich nicht entspannt zurücklehnen, wenn sie gleich beim ersten Anlauf ein zweistelliges Wahlergebnis bekommt. Sachsen, Brandenburg, Thüringen, 3 Siege in Folge. Eine Herausforderung vor allem für die CDU, aber auch für SPD und Linke. Sie alle haben Wähler an die Rechtspopulisten verloren. Lucke war übrigens noch bis Anfang Juli 2015 Bundessprecher der AfD. Der Vorwurf des Rechtspopulismus ist daher entgegen dem Medienmärchen des Rechtsrucks der AfD nach dem Abgang Luckes deutlich älter als dessen Parteiaustritt. Eine eindeutig regierungshörige, manipulative Berichterstattung durch die öffentlich-rechtlichen Medien gab es auch in einem anderen Zusammenhang. Der Solidaritätsmarsch für die Anschlagsopfer von Paris wurde durch das ZDF in mehreren Nachrichtensendungen wie folgt dargestellt. In Trauer vereint. Mehr als 1 Million Menschen gedenken in Paris der Anschlagsopfer und senden ein Signal der Einigkeit. Sie marschieren für Meinungsfreiheit und Toleranz und gegen den Terror. Unter ihnen Arm in Arm Staats- und Regierungschefs aus aller Welt. Mitten unter ihnen? Tatsächlich waren die Politiker von den übrigen separiert. So sahen die wahren Verhältnisse aus. Kein Grund, in Sack und Asche zu gehen, findet ZDF-Chefredakteur Peter Frey. Der Journalist des Senders, dem sogar das Bundesverfassungsgericht noch vor kurzem bescheinigte, unter zu großem Einfluss der Politik zu stehen, schwingt gegen Kritiker sofort die Nazikeule. Ich finde aber, mein lieber Herr Moderator, wir sollten auch die Fehler nicht selber machen. Sie haben pflichtschuldig eben in Ihrer allerersten Moderation das Wort Lügenpresse zitiert. Wo ich hinkomme, wird sozusagen über die Lügenpresse geredet. Ich finde, wir müssen auch selber vorsichtig sein, mit welchen Begriffen wir eigentlich operieren. Und dass die
die Mediendebatte, die Glaubwürdigkeitsdebatte, die Frage, was wir hier für die Gesellschaft leisten, sozusagen, immer wieder an einem Begriff festgemacht wird, der ganz offensichtlich von den Feinden unserer Demokratie benutzt wird, heute benutzt wird und in den 20er Jahren schon benutzt wurde. Ehrlich gesagt finde ich das eine Dummheit von uns. Lügenpresse ist ein Begriff, der gezielt erfunden wurde, um in den 20er Jahren eine pluralistische Presse kaputt zu machen. Lügenpresse und Systempresse. Und dass wir heute so blöd sind, diese Begriffe sozusagen wieder in den akademischen, journalistischen Diskurs einzuführen, na, da kann ich nur sagen, das sollten wir besser sein lassen. Sie greifen uns an, aber Sie drehen es jetzt um. Die greifen ja uns an mit diesem Begriff. Das ist eine ganz andere Ebene, über die wir sprechen. In unserer Aufgabe zu berichten und kompetent einzuordnen, zu analysieren, finde ich, sollte man uns schon weiter ernst nehmen. Und mal ganz unbescheiden gesagt, ich finde, wir tun damit auch einen Dienst an der Öffentlichkeit und bedanke mich schon mal für den Beitrag, den Sie ARD und ZDF dafür zahlen. Aber der Gebührenzahler lernt bei dieser Veranstaltung noch mehr. Lügenpresse ist Nazi-Vokabular. Doch Lügenpack für kritische Gebührenzahler ist angemessen. Sie waren dankenswerterweise alle in der Lage und haben dazu beigetragen, dass wir nicht ratlos enden, sondern dass wir, glaube ich, eine ganze Menge mitnehmen. Wir haben in Deutschland eine hervorragende Presse, hervorragende Medien, darf ich sicherlich ausdehnen in Anwesenheit der anwesenden Kollegen vom Fernsehen, die objektiv ist und gut aufklärt, worauf wir stolz sein können. Diejenigen, die von Lügenpresse sprechen, sind in Wirklichkeit das Lügenpack der Nation. Peter Frey nimmt die Beschimpfung von GEZ-Zwangskunden als Lügenpack überrascht, aber augenscheinlich zufrieden zur Kenntnis. Scheinbar unbeeindruckt von den Anwürfen aus Altparteien und Altmedien demonstriert die AfD auch in Berlin gegen die Politik der offenen Grenzen. Über 5000 Demonstranten unterstützen dabei deren Forderung nach Einhaltung von Recht und Gesetz. Es gibt jetzt ein Ziel, das uns alle besorgt macht und uns wirklich auf die Straße drängt, nämlich das ist die ungeregelte Zuwanderung, die ein Ausmaß erreicht hat, dass man wirklich von Migration als Waffe reden kann. Migration als Waffe? Eine Darstellung, für die COP Online zunächst heftig kritisiert wird. Doch Monate später berichten auch die Mainstream-Medien über solche Zusammenhänge. Ebenfalls anwesend, die unvermeidliche Antifa. Der demokratischen Auseinandersetzung. Wer in die Häuser des politischen Gegners einbricht, wer ihre Autos verbrennt und das auch noch feige in der Nacht, wer den politischen Gegner versucht, nicht zu überzeugen, sondern mundtot zu machen, wer ihn einschüchtern will, der hat aus der Geschichte nichts gelernt. Herzlich willkommen in Berlin. Wir setzen ein Zeichen vor dem Berliner Hauptbahnhof. Wir sind 7000 oder mehr Demonstranten. Und wir haben Argumente. Dort ist nur Geschrei. In Deutschland im Jahr 2015 erleben wir etwas, von dem wir alle geglaubt haben, dass es 1989 endlich vorbei war. Dass eine politische Überzeugung zu haben, eine Gefahr für die eigene wirtschaftliche Existenz ist. Dies sind diktatorische Instrumente. Dies ist nicht ein Merkmal eines demokratischen Rechtsstaats. Und die Toleranz der sogenannten Konsensparteien von CDU, SPD, Grünen und Linken ist reine Heuchelei. Wären diese Konsensparteien tatsächlich tolerant im demokratischen Sinne, dann müssten sie nicht die Antifa mobilisieren, um gegen uns zu schreien. Dann müssten sie hier stehen und mit uns diskutieren. Die Antifa als Helfer der Altparteien, was merkwürdig klingt,
hat handfeste Grundlagen. Die Gewalt gegen Mitglieder, Funktionäre und vor allem Einrichtungen der AfD befindet sich zu der Zeit schon auf einem hohen Niveau. Doch die Attacken streben weiter von Höhepunkt zu Höhepunkt. Nicht alle verurteilen das. Ein Journalist des ZDF und Kollege von Peter Frey, nicht zu Unrecht als Clown verkleidet, findet Gewalt gegen die AfD, die Rechten, schlicht richtig. Also von daher gesehen ist Ihnen Ihr erster Karnevalsumzug wirklich rundum gelungen. Also ist eine gute Stimmung. Und was sehen Sie denn rund um unsere Demonstration? Was ist Ihnen denn da aufgefallen? Da sehe ich da hinten zum Beispiel die schwarzen Funken. Ja. Das ist die gegen Karnevalstruppe. Warum diese lustig verkleideten Polizisten da sind? Das haben Sie nicht richtig verstanden. Warum sind die denn da? Die sind da, dazu da, euch den Arsch zu retten, weil er ja ansonsten von den Schwarzen ordentlich einen auf den, in die Fresse bekommt. Ah, das wissen Sie auch, dass das also gewalttätig Intolerante sind, dass das gewalttätig Intolerante sind, das wissen Sie auch. Das ist jetzt so eine gewisse Art. Das können Sie das auch sagen, das haben Sie ja eben selber gesagt. Können Sie auch sagen, da hinten sind welche, die sind gewalttätig intolerant, können Sie das sagen? Da hinten sind welche, die sind gewalttätig intolerant, weil sie euch rechten paar auf die Fresse hauen wollen. Super, das ist klasse, das ist klasse. Ja, das ist eine Ansage. Und ich finde, die Jungs haben recht. Ja? Nur selten in der Berichterstattung der Leitmedien erwähnt, die eigentlich sehr klare Rechtslage. Artikel 16a Absatz 2 Grundgesetz. In diesem Artikel steht wörtlich, auf das Asylrecht kann sich nicht berufen. Wer aus einem sicheren Drittstaat einreist, das ist der Wortlaut unserer Verfassung. Da Deutschland umgeben ist von sicheren Drittstaaten, kann im Prinzip auf dem Landweg keiner einreisen und Asylrecht beantragen. Dies sollte auch der juristisch Ungebildete leicht nachvollziehen können. Doch so mancher hat hier die allergrößten Schwierigkeiten. Claudia Roth im Bayerischen Rundfunk am 1.12.2015. Alexander Kissler, Cicero, Ressortleiter Kultur. Das geht eben nicht. Und warum haben wir momentan solche Probleme, auch mit der Grenzsicherung in der Türkei? Weil wir in Deutschland grundgesetzwidrig nicht mehr kontrollieren, wer zu uns kommt. Weil wir grundgesetzwidrig die sichere Herkunftsregel ausgesetzt haben. Weil wir grundgesetzwidrig nicht mehr sagen, wer aus einem Mitgliedsland der Europäischen Gemeinschaft kommt, hat hier kein Asylrecht. Und ich glaube, dieser fortgesetzte Grundgesetzbruch durch die Administration Merkel führt erst dazu, dass am Ende der Nahrungskette, in Anführungszeichen, die Türken dann für uns gewissermaßen die Drecksarbeit machen müssen. Das muss ich Ihnen schon mal sagen. Also jetzt kommen wir nicht mehr so nach, nah beieinander. Nicht beieinander. Also was haben Sie denn für eine Vorstellung, was in unserem Grundgesetz steht? Ich weiß genau, was drinsteht. 16a Asylrecht, das gilt nicht für Menschen aus der Europäischen Gemeinschaft. Ja, so ein Blödsinn. Das, entschuldigen Sie. Im Grundgesetz steht auf Absatz 1 kann sich nicht berufen, wer aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften einreist. Das steht nicht in unserem Grundgesetz. Also Sie behaupten jetzt, dass das Grundrecht auf Asyl, dass das Grundrecht... Darf ich jetzt mal ausreden? Es wird nicht außer Kraft gesetzt. Es gibt bestimmte Bedingungen, die nicht erfüllt sind, Frau. In Anspruch zu nehmen, wenn jemand aus Österreich kommt, hat er kein Asylrecht. Ob der Mensch das dann bekommt für die individuelle Prüfung. Nach 16a werden maximal 1,8% der Asylbewerber hier anerkannt. 14 Tage später. Claudia Roth, dieselbe Jacke und auch am Verständnis des Grundgesetzes der grünen Politikerin, hat sich kein Jota geändert. Teil gesehen, aber dass sie sagt, es wird keine Obergrenze geben können, dass sie das tut, was eigentlich normal sein müsste, dass sie nämlich unser Grundgesetz kennt. Glühend rot ist Roths Bewunderung für Kanzlerin Merkel. Selbst das Grundgesetz nicht verstanden, will Roth die Bürger des Landes über genau dieses aufklären. Ja, die Grünen sagen auch nicht mit Nein, mir. Nein, das sagt unser Grundgesetz. Sind 72% der Deutschen dann im falschen Land unterwegs? Nein, sie sind nicht im falschen Land unterwegs, sondern ich glaube, es ist Aufgabe von demokratischer Politik und von demokratischen Parteien, sozusagen eine Wiederaneignung dessen, was im Grundgesetz verankert ist, in unserer Verfassung verankert ist, dafür zu werben und nicht zu diskreditieren. Da ist der Artikel 1 des Grundgesetzes die Menschenwürde, nicht nur für den Deutschen, für alle. Da ist der Artikel 16 und der kann nicht begrenzt werden. Tatsächlich wird der Bürger im Sinne Roths aufgeklärt. Wie die offizielle Politik und der damit einhergehende Bruch der Verfassung auch noch mit dem Geld der Steuerzahler propagiert wird, macht ein Beispiel in Bayern anschaulich.
Genauer in der Landeshauptstadt München. Im städtischen Theater Kammerspiele findet Mitte Oktober 2015 ein sogenannter Schleuserkongress statt. Ganz vorne mit dabei der Bayerische Flüchtlingsrat. Matthias Weinzierl, einer der Geschäftsführer dieser nachweisbar linksextremen Organisation, übernimmt die Moderation einer Podiumsdiskussion. Die Veranstalter erhalten für ihren abstrusen Kongress nicht nur die Unterstützung der Landeshauptstadt München. Auch die Deutsche Kulturstiftung überlässt dem Schleuserkongress und der damit zusammenhängenden Open-Border-Veranstaltung insgesamt 200.000 Euro. Das Kulturreferat der Stadt München bleibt nach öffentlicher Kritik genauso ein Unterstützer der Schleusertagung wie das Goethe-Institut. Gegen diesen Kongress, aber auch gegen die merkwürdige Kulturpolitik der von CSU und SPD regierten Stadt München, protestiert lediglich die AfD, wirklich wahrnehmbar. Doch die Antifa, wie auch der Flüchtlingsrat in den städtischen Kammerspielen, können diesen Protest locker an sich abperlen lassen, ist der Antifa und den anderen linken Aktivisten die Unterstützung aller etablierten Parteien doch gewiss. In aller Ruhe kann die Antifa definieren und planen, was noch dafür getan werden kann, um das Schleusen von Illegalen nach und innerhalb Europas konsequent zu forcieren. Es braucht solidarische linke Anwältinnen, die verstehen, dass Schepperei mit Grenzregime zu tun hat. Ganz im Sinne einer völlig unkontrollierten Einwanderung überhäufen sich die linken Aktivisten im städtischen Theater gegenseitig mit Lob und Preisen. Moderiert wird die Preisverleihung von Till Nassif und Caro Matzko. Wenn die Journalisten keine Preise an Linksextremisten verteilen, sind sie für den Bayerischen Rundfunk tätig. Im Falle Nassifs für das Rundschau-Magazin. Die erst vor kurzem neu konzipierte Sendung will vor allem engagierter sein. Die neue Rundschau wird moderner, länger, engagierter. Mangelhaftes Engagement kann man Till Nassif nicht nachsagen. So belobigt er von der Bühne der Kammerspiele herab eine Organisation, die Illegale von Ungarn nach Österreich verbringt. Die Organisation freut sich in ihrer Grußbotschaft an die Schleusertagung in München, 400 Illegale nach Österreich, wie es wörtlich heißt, geschleust zu haben. So dachte eine Gruppe Wiener Aktivisten, die sich im Spätsommer in der österreichischen Bundeshauptstadt organisierte. Die Grenze zwischen Ungarn und Österreich war dicht. Die Züge waren voll oder durften nicht mehr weiterfahren. Die Menschen saßen in Budapest fest und konnten ihre Flucht nicht mehr fortsetzen. In dieser prekären Lage beschlossen mehr als 200 Menschen, konkret zu helfen. Sie schlossen fast 400 Geflüchtete mit ihren privaten Autos nach Österreich. Für Nassif ist dennoch klar, um Kriminelle geht es auf dieser Antifa-Gala für Schleuser nicht. Es geht nicht um eine kriminelle Mafia heute bei uns, es geht um Fluchthelfer. Oder anders gesagt, warum sollte eigentlich jemand für 3.000 Euro auf ein lebensgefährliches Schlauchboot steigen, wenn er für 300 Euro ein Flugticket haben könnte? Die Lösung ist also, alle vermeintlichen Flüchtlinge in die EU per Flugzeug einreisen lassen? Was absurd klingt, ist das ausgemachte Ziel der Antifa. Eine entsprechende Kampagne aus Schweden erhält folglich einen Schleuserpreis. Die Fluglinie Refugee Air. Ins Leben gerufen durch innovative Schweden, wie Till Nassif findet. Ein paar innovative Schweden. Ein innovatives Start-up will neue Reisewege für Flüchtlinge erschließen und das Schleusen zudem günstiger machen. Die beiden schwedischen Unternehmer Susanna Jaffe und Elmo Sand gründeten dafür ihr bahnbrechendes Airline-Projekt Refugee Air. Die Vision: Direktflüge für alle. Der Lisa Fitko-Preis in der Kategorie Fluchthilfe Innovation geht nach Schweden an Refugee Air. Ganz ohne Direktflug geht es für Till Nassif ins Fernsehstudio der Bayerischen Rundschau. Dort erklärt er, ideologisch gestählt, den Bayern am Abend die Welt.
Also im Rundschau-Magazin geht es darum, den Menschen, die tagsüber vielleicht schon viele Schlagzeilen mitbekommen haben, dann nochmal die Themen einzuordnen und zu erklären. Am Morgen hingegen erklärt er die Politik in der ARD allen Deutschen, insbesondere die sogenannte Flüchtlingspolitik. Die stehen die nächsten Flüchtlinge quasi schon vor der Tür, nämlich an der Grenze. Doch Nassif und Matzko sind bei weitem nicht die einzigen vermeintlich neutralen Journalisten, die mit den Zwangsgebühren des öffentlich-rechtlichen Rundfunks links bis linksextreme Sichtweisen verbreiten. Da ist auch der NDR-Journalist Michel Abdullahi. Dieser gehört zu den Erstunterzeichnern des Aufrufs Aufstehen gegen Rassismus. Seine Voreingenommenheit und sein Engagement gegen die AfD hält Abdullahi jedoch nicht davon ab, über diese Partei einen Fernsehbeitrag für das NDR-Kulturjournal zu erstellen. Abdullahi empört sich dabei vielmehr, dass ihm das Wort Lügenfunk entgegengehalten wird. Was ist denn für Sie die gute und richtige Kultur? Wir vom Kulturjournal. Ich spreche nicht mit dem NDR, weil der gehört zum Lügenfunk. Der Gebühren- und Steuerzahler fördert freilich nicht nur unmittelbar Antifa-Veranstaltungen und Propaganda. Die Hilfestellung für Linksextremisten nimmt auch indirekte Wege. Auch der Kampf gegen jede Form der Opposition wird durch die Regierungsparteien in wahrhaft maßloser Weise betrieben. Bundesjustizminister Heiko Maas etwa lässt das Internet nach vermeintlichen Hassbotschaften durchpflügen. Vielsagend ist jedoch, wessen Mitarbeit sich der Sozialdemokrat versichert. In der von ihm eingerichteten Taskforce wirkt auch Annetta Kahane mit. Die Vorsitzende der Amadeo-Antonio-Stiftung hatte als inoffizielle Mitarbeiterin der Stasi jahrelang Privates an die Gesinnungsschnüffler verraten. IM Victoria, wie sich Kahane bei ihrer Verrätertätigkeit nennen ließ, behauptet nun, sie hätte vor ihrem Ausstieg bei der Stasi trotz ihrer Schnüffelei niemandem geschadet. IM Victoria hat ihre Stasi-Karriere nun siegreich hinter sich gelassen und arbeitet mittlerweile Justizminister Maas beim Schnüffeln zu. Doch kann ein Rechtsstaat sich der Mitarbeit einer Stasi-IM versichern, ohne selbst Schaden zu nehmen? Im Gespräch mit uns behauptet Maas jedoch, nicht mit Kahane zusammenzuarbeiten. Wo arbeite ich denn mit der zusammen? Also Sie arbeiten nicht mit der zusammen? Wo arbeite ich denn mit ihr zusammen? Also in der Facebook-Taskforce, darum geht es wahrscheinlich. Ja, genau, die Facebook-Taskforce. Ja. Aber die Organisation ist ja auch eine Organisation, mit der wir zusammenarbeiten und nicht Frau Kahane. Gut, aber die Organisation wird doch von Frau Kahane geführt. Ja, wir arbeiten aber mit den Organisationen zusammen, im Übrigen in Absprache mit allen anderen, die da auch am Tisch sitzen. Mhm. Und wir haben ein Thema, und da geht es darum, Kriminalität im Hass im Netz zu bekämpfen. Ja. Und dazu sind herzlich alle eingeladen, die sich daran beteiligen wollen. Das ist eine Aufgabe des Staates, des Rechtsstaates, dort, wo Straftaten begangen werden, sie auch zu ahnden. Mhm. Jetzt hat es natürlich auch eine Aussage, mit wem man das zusammen. Nein, hat gar keine Aussage. Der Staat. Diese Darstellung durch Justizminister Maas widerspricht seiner eigenen Öffentlichkeitsarbeit. Denn auf der Internetseite seines eigenen Ministeriums tritt Maas sichtlich stolz zusammen mit Kahane auf. In Bezug auf die Schnüffel-Taskforce mit Annetta Kahane erklärt das Ministerium am 18. Januar 2016, stellte Bundesminister Heiko Maas am 15. Dezember die ersten Ergebnisse der Taskforce Umgang mit rechtswidrigen Hassbotschaften im Internet vor. Vereinbart wurden konkrete Maßnahmen zur Bekämpfung von Hassinhalten im Internet. Maas selbst wird mit der Feststellung wiedergegeben: Die Arbeit hat sich gelohnt. Wir sind in kurzer Zeit zu guten ersten Ergebnissen gekommen. Wie kann es aber Arbeitsergebnisse geben, ohne dass Maas mit den Teilnehmern an der Sitzung, unter anderem IM Victoria, zusammenarbeitete? Zumal das Ministerium davon spricht, Minister Heiko Maas habe die Sitzung mit der Stasi-Zuträgerin selbst geleitet. Auftrag war es, unter Leitung des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz, gemeinsam Vorschläge für den nachhaltigen und effektiven Umgang mit Hassbotschaften im Internet und den Ausbau bestehender Kooperationen zu erarbeiten. Geht also Kahanes Teilnahme nicht doch auf die Einladung des Ministers zurück? Diese Frage beantwortet Sozialdemokrat Maas klar und deutlich, indem er sich wortlos von der Kamera abwendet. Wie wurde diese Gruppe zusammengestellt?
Und auch hier gibt die Internetseite seines Ministeriums Auskunft. Die Organisationen und damit auch die Amadeo-Antonio-Stiftung der Stasi-Zuträgerin Kahane wurde durch den Minister eingeladen. Zudem fragwürdig: Nach dem Willen der Taskforce soll innerhalb von 24 Stunden jede Straftat bei Facebook getilgt werden. Ein durchaus ehrgeiziges Ziel. Muss doch eine juristische Bewertung vorgenommen werden, für die die Staatsanwaltschaften in Deutschland sonst Monate benötigen. Der Löscheifer bezieht sich jedoch nicht auf jede vermeintliche oder tatsächliche Hassbotschaft. Weniger Handlungsbedarf sieht die Taskforce offensichtlich, wenn solche aus der linken Ecke des politischen Spektrums kommen. Die linksextremistische Seite Indie Media veröffentlichte die Namen und Adressen der Teilnehmer an den AfD-Parteitagen in Bremen 2015 und Stuttgart 2016. Die AfD forderte daraufhin, der Justizminister solle die Seite in Deutschland sperren lassen. Das Ministerium erklärte uns gegenüber, keine Möglichkeit zur Sperrung von Indie Media zu haben. Doch auch sonst geschah nichts. Im Gegenteil. Auf der Facebook-Seite von Indie Media Deutschland wird ein Anschlag auf das Haus Alexander Gaulands bejubelt, ohne dass Facebook sich zur Löschung veranlasst sah. In dem via Facebook verlinkten Artikel mit dem Titel »Es gibt kein ruhiges Gauland, Nazis haben Namen und Adressen« heißt es: Gestern Nacht haben Aktivistinnen das Haus, in dem er wohnt, mit einem Banner »Es gibt kein ruhiges Gauland, nie wieder Faschismus, no Nazis«, Graffitis, Farbbomben und einem rot vor Zorn überschäumenden Brunnen versehen. Weiter freuen sich die Linksextremisten über die vollführte Brandstiftung. Zudem brannte ein vor dem Zaun des Hauses entfachtes Sperrmüllfeuer gegen den völkischen Normalzustand in Kaltland an. Rassismus ist keine Meinung, sondern ein gewaltvolles Herrschaftsverhältnis. Zynisch schließen die Attentäter mit der Aufforderung, den Faschistinnen keine Ruhe, Nationalismus ausräuchern. Die AfD ist allerdings bei weitem nicht das einzige Ziel der Linksextremisten. In Stuttgart attackierte die Antifa den inzwischen auch in der Politik kritisch betrachteten türkisch-islamischen Moscheeverein DİTİB. Dieser untersteht der Religionsbehörde in der Türkei. Diese Tatsache bietet den Linksextremisten Anlass, einen Brandanschlag zu verüben. Hier Bilder einer Überwachungskamera. Auch diese Tat wird auf der Facebook-Seite von Indie Media Deutschland präsentiert. Folgt man dem Link, bekennen sich die linken Gewalttäter zu der Tat. In der Nacht zum 15.12. griffen vermummte Aktivistinnen in Stuttgart ein Zentrum der Türkisch-Islamischen Union, der Anstalt für Religion e.V., kurz DİTİB, an. Spöttisch stellen die Täter mit Seitenhieb auf allzu schnell urteilende Antifa-Aktivisten fest: Also, kein feiger Nazi-Angriff, liebe Internet-Antifas, sondern eine Racheaktion für ermordete kurdische Genossinnen. Vielleicht sollte man einige eigene Reflexe mal überdenken. Wir werden später noch darauf zurückkommen, wie der türkisch-kurdische Konflikt von linksextremistischer Seite genutzt wird, um bewaffnete Kämpfer in Kurdistan für den revolutionären Kampf in Deutschland auszubilden. Auch dies mit Unterstützung aus den etablierten Parteien und aus Behörden. Auffällig ist, dass Justizminister Maas erklärt, es gehe ihm und der Taskforce um die Verhinderung von Straftaten. Es geht auch überhaupt nicht ohne Kontrolle. Also ich finde, man muss da ganz konsequent sein. Und insofern ist da schon, wie ich finde, der Staat und auch Kontrolle gefordert. Das muss von der Justiz geahndet werden, das muss auch kontrolliert werden und das muss auch bestraft werden. Augenscheinlich gilt das nicht, wenn Gewalt oder Gewaltaufrufe von linker Seite ausgehen. Im Gegenteil. In der Realität, in der sich Maas bewegt, hat die Antifa nur passiv mit Hass und Straftaten zu tun. Und zwar dann, wenn sie das Übel der Welt bekämpfen und sich deshalb auf tatsächlichen oder vermeintlichen Nazi-Seiten bewegt. Das legt zumindest die Wortmeldung des Theologen Professor Dr. Peter Dabrock in der Diskussion mit Maas nahe. Zum Beispiel, ich bin jemand, der engagiert sich in einer Antifa-Gruppe und dann gehe ich tatsächlich auf diese Hassseiten mehr, dann bekomme ich aber auch mehr von den Hassseiten dann in meinem persönlichen Profil, auch wenn ich nicht auf Like gedrückt habe. Ja? Das Ministerium erklärt uns sogar nicht zu wissen, ob und in welcher Zahl durch Facebook Strafanzeige erstattet wird. Doch wenn es tatsächlich darum geht, strafrechtlich relevante Posts zu löschen, müssten auch genauso viele Strafanzeigen wie Löschungen die Folge sein.
Ob das so ist und ob etwaige Strafverfahren nicht wieder eingestellt werden, weiß das Ministerium ebenfalls nicht. Nun will Maas über ein Monitoring feststellen lassen, wie seine Maßnahmen wirken. Durchgeführt wird diese Erfolgskontrolle durch Jugendschutz.net. Welche Zielrichtung das Monitoring von Jugendschutz.net haben dürfte, wird klar, wenn man sich den Empfänger von Steuergeld aus Justiz- und Familienministerium genauer betrachtet. In der Welt von Jugendschutz.net ist Linksextremismus schlicht inexistent. Wie aber sieht es auf der ebenfalls von Jugendschutz.net betriebenen Seite Hass im Netz aus? Der selbsterklärte Fokus Rechtsextremismus weist die Richtung. Man muss davon ausgehen, dass nach Meinung der Verantwortlichen von Jugendschutz.net von Linksextremisten kein Hass im Internet ausgeht. Neutralität geht anders. Natürlich zeigt man sich besorgt, weil Pegida angeblich dazu führt, dass Muslime massiv verunglimpft werden. Der von uns gezeigte Brandanschlag auf eine muslimische Gemeinde von linksextremer Seite findet jedenfalls keinen Widerhall bei den staatlich beauftragten Meinungsüberwachern. Eva Maria Kirsch-Sieper, die für Facebook an der Taskforce des Ministers Maas teilnimmt, verweist uns erst nach Wochen ergebnislos an die Presseabteilung. Es bleibt ungeklärt, warum Indymedia bei Facebook offenkundig ungestört sein Unwesen treiben darf. Eine Art von Antwort erhält COP Online dann doch noch. Und zwar zwei Wochen nach unserer Anfrage bei Kirsch-Sieper und unserem Gespräch mit Minister Maas. Unsere Facebook-Seite wird innerhalb einer Woche zweimal für 24 Stunden gesperrt. Wer sich fragt, warum ein multinationaler amerikanischer Konzern gegenüber seinen Kunden den Willen eines die freie Meinung einschränkenden Ministers durchsetzen sollte, erhält aus dem Mund von Heiko Maas eine mögliche Antwort. Die Bundesregierung und die EU drohen den Konzernen mit einem erweiterten Kartellrecht. Das Kartellrecht ist natürlich eine wirkungsvolle Drohkulisse, um sich Unternehmen zu Untertanen und Gehilfen zu machen. Das Kartellrecht, das wir haben, ist auch nach meiner Einschätzung nicht geeignet, die Konzentrationsprozesse und all die Folgewirkungen in der digitalen Welt und die wir jetzt schon haben, angemessen zu beurteilen. Deshalb überlegen wir, was wir im Kartellrecht machen können, sowohl auf europäischer Ebene als auch auf nationaler Ebene, weil wir nicht der Auffassung sind, dass mit dem Kartellrecht, das wir haben, wir das, was dort geschieht, noch angemessen beantworten können. Die Bedeutung der sozialen Medien ist Politikern wie Maas dabei sehr klar. Ungefiltert will Maas daher die sozialen Netze nicht mehr agieren lassen. Also, natürlich beobachten Parteien und die Politik die sozialen Medien, weil sie einen sehr schnellen, sehr ungefilterten Eindruck über die Entwicklung von Meinungen, gesellschaftlichen Meinungen geben. Offensichtlich geht es Maas und seinen teilweise linksextremen Mitstreitern um die Bekämpfung einer bestimmten politischen Meinung und nicht um Hass oder Straftaten. Ziel sind diejenigen, die eine Meinung vertreten, die dem Sozialdemokraten nicht passt. Dafür spricht eine weitere Personalie und wieder landen wir bei der Amadeo-Antonio-Stiftung. Julia Schramm, Rechtsextremismus-Expertin bei der Kahane-Stiftung, dichtete Anfang 2014 in Bezug auf den Befehlshaber der britischen Bomberstaffeln Arthur T. Harris, der unter anderem auch das militärisch unbedeutende Dresden in Schutt und Asche legen ließ, Bomber Harris Flächenbrand, Deutschland wieder Ackerland und Sauerkraut-Kartoffelbrei, Bomber Harris, Feuer frei. Kartoffel ist das Schimpfwort, mit dem Deutsche gerne bedacht werden. Damit bezieht sich Kartoffelbrei auf die toten Zivilisten, die in Dresden zu Brei bombardiert worden waren. Die Kämpferin für die richtige Meinung nach Heiko Maas erklärt zudem via Twitter, Kommunistin zu sein. Eine mehr als fragwürdige Kämpferin für Freiheit und Demokratie. Der Hass, der sich hier unverblümt Bahn bricht, ist auch der Chefin der Stiftung geläufig. Für Kahane kommen augenscheinlich nur Weiße als Rassisten in Betracht. So erklärt sie gegenüber der Tageszeitung Tagesspiegel in Bezug auf Ostdeutschland, es sei die größte Bankrotterklärung der deutschen Politik nach der Wende, dass ein Drittel des Staatsgebiets weiß blieb. Keine zwei Monate nach Maas Auftritt auf dem Katholikentag. Die Bundespolizei führt wegen mutmaßlich rechter Hasspostings vielfach Hausdurchsuchungen bei Verdächtigen durch. Die zahlreichen Hasspostings aus der linken Ecke bleiben dabei unberücksichtigt.
Im Fokus die Einschüchterung der Bevölkerung. So schreibt das Bundeskriminalamt in seiner Pressemitteilung, der bundesweite Einsatztag dient auch der Sensibilisierung der Bürgerinnen und Bürger. Auf unsere Anfrage, ob auch linke Aufrufe zu Gewalt ins Fadenkreuz der Ermittler geraten sind, teilt das Bundeskriminalamt mit, es habe tatsächlich vornehmlich rechte Hasspostings unter die Strafrechtslupe genommen. Vornehmlich heißt jedoch, es gab auch andere als nur rechte Hasspostings. Doch ein Beispiel für linksextremes Gedankengut, für Gewaltaufrufe von linker Seite, das verfolgt wurde, konnte uns die Strafverfolgungsbehörde nicht nennen. Dafür trat Kahane im Morgenmagazin der ARD auf und gab eine Erklärung für die Razzien ab, die man eins zu eins auch in der DDR hätte verwenden können. Ich denke, wenn das Schule macht, also wenn hier konsequent auch die Staatsanwaltschaft solche Dinge verfolgt, dann wird das schon seine Wirkung haben. Dafür sind ja die Gesetze da. Sie sind sowohl, geben sie Normen vor, wie man sich zu benehmen hat, und sie sanktionieren. Sie sagen, was passiert, wenn man diese Gesetze nicht einhält. Minister Maas freut sich jedenfalls über den Einsatz. Dieser galt wohlgemerkt hauptsächlich einer nicht öffentlichen Facebook-Gruppe. Welcher Hass in dieser verbreitet wird, hat die Öffentlichkeit, die man angeblich sensibilisieren will, gar nicht mitbekommen können. Absurdes Polittheater eines Maßlosen. Das BKA hat heute in 14 Bundesländern die Wohnungen von etwa 60 Beschuldigten wegen Hasspostings durchsucht. Und das ist eine richtige Aktion zum richtigen Zeitpunkt. Viel zu viele Menschen gehen davon aus, dass das Internet ein rechtsfreier Raum ist. Das ist es aber nicht. In Zukunft sollte sich jeder überlegen, bevor er sich an die Tastatur setzt, was er da im Internet absondert. Einen leicht anderen Ansatz als Heiko Maas möchte Joachim Gauck verwirklichen. Aus Sicht des Bundespräsidenten haben viele Ostdeutsche die Segnungen der Zuwanderung noch nicht begriffen. Nicht zuletzt deshalb, da sie sich ein Problem nur einbilden. Und was mich natürlich stört und auch wo ich auch dran arbeiten möchte, ist, dass diese gewisse Hysterie manchmal eben künstlich mit Ängsten arbeitet, ohne dass ausreichend Sachverhalte da wären, die diese Ängste stützen. Und ein wirklich sprechendes Beispiel dafür sind die Zusammenläufe und Demonstrationen in Sachsen, wo es in Teilen von Sachsen, wo es relativ wenig Menschen gibt, die andere Sachsen überfremden könnten, wo also eine realistische Sorge davor, dass also die Kirchen nicht mehr frei arbeiten können, sondern überall Moscheen entstünden, dazu noch mit Minaretten, oje, dass diese realistische Sorge gar nicht besteht. Und dass dort, wo Moscheen existieren seit Jahren und wo sehr viele Muslime mit anderen zusammenleben, meinetwegen in Nordrhein-Westfalen oder im Großraum Stuttgart, dass da also diese Art von Ängsten durchaus überhaupt nicht zu spüren ist oder nur von sehr, sehr viel weniger Leuten geteilt wird. Die Antifa in Dresden teilt die Sichtweise Gaucks und hält Pegida und Co. für behandlungsbedürftig. Die aufmüpfigen Ostdeutschen, die sich laut stärker als die Bürger im Westen gegen die Merkel-Politik stemmen, möchte Gauck daher auf Bildungsreise nach NRW oder Stuttgart schicken, so der Bundespräsident Ende Mai 2016 auf dem Katholikentag in Leipzig. Dann laden wir einfach Menschen, ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern, aus dem Nordosten Deutschlands oder aus der Lausitz oder was weiß ich, einmal in den deutschen Südwesten oder nach Nordrhein-Westfalen zu fahren. Dort waren die Gefühle ja mal völlig ähnlich, als die Bio-Deutschen noch unter sich waren. Ob eine Reise nach Nordrhein-Westfalen tatsächlich so einen Erfolg zeitigen würde, kann man spätestens nach den Vorfällen zu Silvester auf der Kölner Domplatte bezweifeln. Ereignisse, die über 5 Monate vor den Äußerungen Gaucks die Bundesrepublik, aber offensichtlich nicht ihr Oberhaupt erschütterten. Der Landesvorsitzende der AfD in Thüringen, Björn Höcke, kann der Idee jedenfalls nichts abgewinnen. Also diese Worte sind in meinen Ohren wirklich reiner Zynismus dem eigenen Volk gegenüber. Das ist unerträglich, wenn ein Bundespräsident so etwas sagt, das muss ich betonen.
Die Zustände gerade in Westdeutschland sind stellenweise nicht mehr die eines demokratischen Rechtsstaats. Die Polizei klagt mittlerweile, dass sie in einige Stadtteile nicht mehr rein kann. Sie klagt darüber, dass Paralleljustiz entstanden ist und sie fühlt sich überfordert durch die Zustände der Parallelgesellschaften in Westdeutschland. Wenn dann ein Bundespräsident so etwas sagt, dann ist das in meinen Augen, wie gesagt, nichts anderes als Zynismus und ist unerträglich. Eine Auseinandersetzung über seinen eher überraschenden Ansatz möchte Gauck jedoch aus dem Weg gehen. Denn sobald sich Bürger politisch oppositionell organisieren, will sich Gauck dem Gespräch mit Vertretern dieser Bürger verweigern. Und deshalb sollen wir heute, wenn eine neue Ängstlichkeit gerade wegen der Zuwanderung gewachsen ist, zwar zuhören, mit den Leuten sprechen, sie nicht gleich verteufeln und zu Faschisten erklären, aber diejenigen, die mit diesen Ängsten ihr politisches Süppchen kochen, um Hetze zum Normalzustand erklären und Leute als nicht würdig unter uns zu wohnen bezeichnen, von denen trennen wir uns dann gänzlich ab. So werden wir das machen. Es dürfte dem vermeintlich überparteilichen Bundespräsidenten daher sehr zu Pass kommen, dass die AfD von dem mit Steuergeldern mitfinanzierten Katholikentag einfach ausgeschlossen wurde. 4,5 Millionen Euro brachten der Bund, das Land Sachsen und die Stadt Leipzig auf, um die etablierten Parteien ungestört von anderen Sichtweisen sich gegenseitig in ihren Meinungen bestätigen zu können. Der Kirchentagsbann geht auf Thomas Sternberg zurück. Ich begrüße Herrn Professor Dr. Thomas Sternberg. Der Katholikentag, es ist quasi seine Party. Der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken sitzt für die CDU nicht nur im nordrhein-westfälischen Landtag, sondern ist auch Mitglied des Rundfunkrates und stellvertretender Vorsitzender des Programmausschusses des WDR. Sternberg verkündet denn auch hier die politische Botschaft, die auf dem Katholikentag nahezu unisono vertreten wird. Die weltweit insgesamt 60 Millionen vermeintlichen Flüchtlinge können nur in Deutschland Zuflucht finden. Und wenn, meine Damen und Herren, Menschen Sicherheit vor Verfolgung und Not nur in unserem Land finden können, dann sind sie hier herzlich willkommen. Lassen Sie uns hier aus der alten Messestadt Leipzig mit ihrer traditionellen Internationalität ein starkes Signal aussenden. Ein Signal der Offenheit und der Toleranz gegen jeden dumpfen Nationalismus. Und dies in den besten Tradition der besten Tugenden Europas. Unser Papst Franziskus hat vor kurzem diese besten Traditionen Europas benannt. Die Fähigkeit zum Dialog. Wünsche ich mir ein ganz starkes Signal aus Leipzig für eine weltoffene, gastfreundliche Gesellschaft, die jedem Menschen, egal woher kommt, die Hand reicht und sagt, Hilfe muss sein. Die Direktorin der Caritas in Berlin, Ulrike Kostka, geht in der Diskussion mit dem Bundespräsidenten sogar so weit, die Flüchtlingskrise zum Gottesgeschenk zu erklären. Denn diese ermögliche den Deutschen, sich einmal als Gutmensch so richtig auszutoben. Also ich sage ja immer, der liebe Gott hat uns die Flüchtlinge geschenkt. Gut, dass wir diese Flüchtlingskrise hatten. Gott sei Dank, weil dadurch haben nämlich viele Menschen gemerkt, was in ihnen zutiefst drinsteckt. Eine Berufung zur Barmherzigkeit. Und eine egal welcher Religion, welcher Anschauung. Und das Zweite ist, ich kriege was hin mit anderen. Und das Dritte ist, ich will mich sozial engagieren und auch wieder politisch werden. So von sich selbst angetan, singt der Katholikentag gemeinsam gegen die Dummheit an. Freilich gegen die Dummheit der Andersdenkenden, die tatsächlich so einfältig sind, mit ihren Steuern dieses Gipfeltreffen der Einseitigkeit mitzufinanzieren. Da wirkt der Appell des Politologen Werner Patzelt ebenfalls auf dem Katholikentag, den öffentlichen Streit zuzulassen und zu suchen, ein wenig deplatziert. Es geht nicht darum, was wir ertragen können, ertragen wollen. Es geht darum, was dem Gemeinwesen nützt. Und dem Gemeinwesen nützt lediglich Diskussion. Und gerade wenn ich überzeugt bin, dass etwas falsch ist und nachgerade im Sprachgebrauch unerträglich, dann darf ich das doch nicht weiter schweren lassen, indem ich es umgestellt lasse. Kritik an dem Ausschluss der AfD kam auch von Frank Richter, dem Leiter der Landeszentrale für politische Bildung in Sachsen. Ich war nicht froh, als ich hörte, dass es keine Vertreter der AfD beim Katholikentag offiziell jedenfalls auf Podien geben soll. Ich war nicht froh.
weil ich die Kirche erlebt habe vor 1989, speziell in der Phase, die wir heute summarisch die Friedliche Revolution nennen, wo sie alle Türen aufgemacht hat und wirklich bereit war, alle sprechen zu lassen. Da haben wir eine Erfahrung hier im Osten gemacht, die sitzt bei mir so tief nach. Ja. Das ist so ein regelrechter Freiheitsstau, der in mir noch da ist. Also hier muss erstmal der Ort sein, wo alle reden können. Mir scheint, dass in unserer Gesellschaft diesbezüglich manches nicht stimmt, weil wir es uns angewöhnt haben, lieber uns Missliebige von irgendeinem Schiedsrichter vom Fußballplatz gestellt zu bekommen, als mit den uns Missliebigen in den kommunikativen Nahkampf zu gehen. Wir behandeln Politik so, wie ein Verein ein Fußballspiel behandelte, der vorsorglich beim Schiedsrichter beantragt, dass der und der und der Spieler von den anderen doch nicht auflaufen darf, denn mit dem könne man nicht spielen. Das sind dann billige Siege. Dieser billige Sieg des CDU-Politikers Sternberg ist freilich nicht frei von Widersprüchen, hat doch seine Partei in Berlin mit den verschiedenen Asylpaketen genau die Politik nachvollzogen, die Pegida von Anfang an gefordert hatte, wie auch Patzelt treffend analysiert. Was die 19 Punkte von Pegida betrifft, ist es so, dass wenn die Falschen das Richtige sagen, dass dann das Richtige natürlich nicht richtig sein kann, sondern falsch sein muss. Unterm Strich ist das Asylpaket 2 und das Integrationsgesetz die gesetzestechnische Umsetzung von sehr viel aus den 19 Punkten von Pegida. Die Wahrnehmung wäre aber falsch, dass Pegida als Pegida das bewirkt hat. Die Wirkungskette ist die, es gab reale Probleme. Aus welchen Gründen auch immer hat Pegida das eher thematisiert als andere. Es waren aber die Falschen, welche von realen Problemen geredet hatten. Drum war die allgemeine öffentliche Reaktion die, das sind rein fiktive Probleme. Und die Wirklichkeit ist aber ziemlich objektiv, sie schlägt nämlich zurück. Und jetzt ist die etablierte Politik eingeholt worden. Pegidianer sehen das mit grimmiger Freude. Gegner von Pegida sind immer ganz peinlich berührt, wenn man sagt, ja, seid ihr bei der SPD inzwischen auch Pegidianer? Seid ihr jetzt nicht genau die antihumanen, antirassistischen Leute, die ihr früher bekämpft habt? Und ein Beobachter wie ich sieht das mit der üblichen sarkastischen Position. Meine Lieben, wenn ihr zu blöd seid, am rechten Zeitpunkt das Richtige zu erkennen, müsst ihr halt zum Schaden auch noch den Spott tragen. Nicht zuletzt deshalb nimmt man den Appell des Bundespräsidenten zur Bedeutung des besseren Arguments im Meinungskampf mit Unverständnis zur Kenntnis. Und deshalb brauchen wir auch ein Training der seriösen Debatte. Und da zählt das Argument. Aufgerüttelt haben die etablierte Politik und die Antifa nicht zuletzt die Erfolge der erst 3 Jahre alten AfD. 13. März 2016. In den Ländern Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Baden-Württemberg wird gewählt. Allgemein wird der Einzug der AfD in die 3 Landtage erwartet. Die Wahlparty der AfD in Stuttgart kann nicht abgehalten werden, ohne dass Linke diese blockieren wollen. Schilder werden verteilt, die üblichen Parolen gebrüllt. Schon bald beginnt die Behinderung des Teams des Kopfverlages. Die Begründung liefert die Schilderverteilerin auch. Weil Sie rechter Verlag sind, dann können Sie da zur AfD gehen. Was soll das? Sie wollen doch in der Öffentlichkeit wirken. Genau, aber Sie sind ein rechter Verlag, Sie sind ein Rassist, Sie können da zur AfD reingehen, aber hier haben Sie nichts verloren. Das sogenannte Anti-Konflikt-Team versucht, die Blockade der Straße zu beenden. Fußgänger sollen nach dem Willen der Antifa nicht zur Wahlparty der AfD durchdringen. Die Schilderverteilerin heizt den Linksextremisten derweil ein. Egal ob seitens der Demo für alle oder der selbsternannten Alternative für Deutschland. Sie veranstalten heute Ihre Wahlparty im Maritimhotel, das mit Ihnen wie selbstverständlich kooperiert, um Ihren wahrscheinlichen Einzug ins Parlament zu feiern. Aber wir wissen, Rassismus feiert man nicht. Also lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass Sie durch unseren Protest gestört werden. Zur Störung der AfD-Wahlparty in Stuttgart setzt die Antifa wie üblich auf Konfrontation mit der Polizei. Trotz Demonstrationsauflage, trotz mehrfacher Aufforderung zur Räumung, die Antifa blockiert die Zufahrtsstraße konsequent. Achtung, es folgt nochmals eine Durchsage der Polizei an die Versammlungsteilnehmer auf der Seitenstraße. Bitte begeben Sie sich zu dem zugewiesenen Versammlungsort in der Forststraße beim Pavillon. Sollten Sie der Aufforderung nicht nachkommen, wird die Straße mit Zwang bei Gewalt. Ich wiederhole.
Schuld ist selbstverständlich einmal mehr die Polizei, jedenfalls aus Sicht der Antifa. Falls euch dabei etwas passiert, ihr festgenommen werdet oder ähnliches, ihr seht ja heute schon, wie die Polizei drauf ist. Wir tatsächlich wollen die Linken lediglich weiter das Recht brechen. Wir sind viele, wir haben keinen Bock auf Rassismus und wir bleiben hier. Alerta! Alerta! Antifaschista! Ihr steht da, glaube ich, ganz gut. Hier drüben ist ein Käfig. Wir machen ein bisschen Musik. Bleibt doch, weiß nicht, bleibt doch einfach da stehen. Der Mann, der hier schon zu Beginn der Demonstration zur Eskalation aufruft, heißt Jens Heidrich. Heidrich ist nicht nur Linksextremist, sondern auch Erzieher in einer Kindertagesstätte der Evangelischen Kirche in Stuttgart. Die Evangelische Kirche will sich uns gegenüber nicht zur Vereinbarkeit des Erziehungsauftrages mit der linksextremen Ideologie äußern. Heidrich ist es auch, der den Protest gegen die Demo für alle im Januar 2016 anführt. Hier beträgst du Finger weg. Dann machen Sie einen Schritt zurück, wenn ich Ihnen das 10. Mal gesagt habe. Dabei droht Heidrich, der Erzieher Stuttgarter Kinder in der Obhut der Evangelischen Kirche, der Polizei unverhohlen. Ja, es geht nur um Porträtaufnahmen. Ja, was macht denn der Herr gerade? Das ist ein relevanter Vorgang. Aber Sie wollen, dass es hier heute zu keiner Eskalation kommt. So nehme ich Sie an, ja? Dann lassen Sie hier die Rechten. Lassen Sie mich nicht an. Dann lassen Sie uns hier die Rechten provozieren. Einfach mal schicken Sie weg. Ja, so kommt Sie müssen doch haben, dass Sie unten sind. Sie sind Ordner, dann haben Sie ja auch das Ding. Und wenn Sie mir jetzt drohen, dann haben wir gleich einen. Ich möchte, dass dieser Herr. Auch bei der Blockade des Bundesparteitages der AfD wird Heidrich uns wieder begegnen. Kündigt die Antifa doch bereits im März bei ihren Protesten gegen die AfD-Wahlparty an, den Bundesparteitag der AfD Ende April verhindern zu wollen. Rund 2000 Delegierte werden dann ihren rechtspopulistischen Kurs zu Papier bringen, um noch weiter nach rechts zu rücken. Wenn die vermeintliche Avantgarde der Rechtspopulisten mal zu uns kommen zu müssen, dann werden wir sie daran hindern. Schließlich räumt die Polizei die Straße wieder so weit, dass Fuß- und Rettungswege frei sind. Sehr eindrücklich. Echte Gewalttäter und Faschisten. Dabei kommt es auch zu lächerlich anmutenden Scharmützeln. Das von Ausgrenzung und Diskriminierung regelrecht durchzogen ist, selbstverständlich wohl und sehen darin eine Legitimation dafür, Flüchtlingsunterkünfte. Im Saal bei der AfD-Wahlparty ist die Stimmung dennoch bestens. Schließlich kommt es zum Jubel über das Ergebnis. Die junge Partei liegt sogar noch vor der Volkspartei SPD. Doch was nun anfangen mit diesem Erfolg? Die AfD wird sich auch die Frage stellen müssen, ob sie den beständigen Kampf gegen sich hinnehmen will. Auch wenn der stellvertretende Bundessprecher der AfD, Alexander Gauland, zu diesem Zeitpunkt noch davon ausgeht, dass ihr dieser eher hilft. Das ist natürlich ärgerlich und das ist auch etwas, was ich zutiefst ablehne, dass wir in der Weise behindert werden. Aber ich muss sagen, auch das hat uns nur genützt. Denn wenn ihre Büros beschmiert werden, die Leute angegriffen werden, dann sagen die Wähler draußen, die müssen doch recht haben, wenn sie mit solchen Mitteln bekämpft werden. Insofern sind alle Ausgrenzungsversuche, in welcher Form auch immer, letztlich für uns nützlich gewesen. Die etablierten Parteien müssen sich die Frage stellen, ob sie, wenn sie hinter der Antifa hermarschieren, ihre eigenen Wähler noch erreichen. Und ich glaube, sie erreichen die Wähler nicht mehr. Doch welche Möglichkeiten hätte die AfD, die Finanzierung der Antifa aus Steuermitteln nachzuweisen? Ja, die gibt es natürlich jetzt, wenn wir im Landtag sind, in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz und in Sachsen-Anhalt, wird man diese Fragen, vor allen Dingen dieser angebliche Kampf gegen rechts, der mit viel Geld finanziert wird, das wird man alles aufgreifen. Insofern haben wir jetzt eine Möglichkeit, den Kampf gegen uns schon möglichst im Parlament zu blockieren. Die Übergriffe der Antifa nehmen nach den Wahlerfolgen weiter zu. Einer, der dies nicht mehr klaglos hinnehmen will, ist André Poggenburg. Der Landesvorsitzende der AfD in Sachsen-Anhalt sieht die Versammlungsfreiheit und die Chancengleichheit der Parteien in Gefahr. Also wir gehen davon aus, dass wir weitaus mehr Demonstranten auf unserer Seite gehabt hätten, wenn nicht wirklich eine latente Angst, Befürchtung da wäre, dass es zu Übergriffen kommt. Wir haben das ja auch selbst erlebt. Wir haben ja Übergriffe zu verzeichnen gehabt. Wir haben bei einer Demo in Halle direkt im Anschluss der Kundgebung Übergriffe gehabt. Da ist ein Fahrzeug von uns wirklich demoliert worden, Scheiben eingeschlagen worden, im Beisein noch
von restlichen Demonstranten, die das gesehen haben. Wir haben Fahrzeuge gehabt, wo quasi ein Aufkleber von der AfD drauf war, wo auch Scheiben eingeschmissen wurden. Wir haben Fahrzeuge gehabt, die angebrannt wurden. Ich selber hatte ja das große Vergnügen, Besuch zu erhalten, letzten Oktober, im letzten Jahr. Bei mir sind die Firma eingebrochen worden, in private Räume eingebrochen worden, alles verwüstet worden, demoliert worden, beschädigt worden, also Vandalismus und Diebstahl, Einbruch, wir haben das ganze Programm. Was aber würde die AfD mit der Information anfangen, in welchem Umfang die Antifa mit Steuergeldern in ihrem gefährlichen und kriminellen Agieren unterstützt wird? Dann würden wir das publik machen, dann würden wir das jedem einzelnen Bürger am liebsten in Deutschland direkt präsentieren, diese Information. Ja, dass von ihrem Geld, von ihrem hart erarbeiteten Geld andere Parteien, andere politische Strömungen behindert werden, die ja wiederum auch zum großen Teil deren Stimme hier eigentlich hinter sich haben. Ja, und ich denke, das wird unseren Bürgern in Deutschland überhaupt nicht gefallen. Aber das Problem ist, man muss es eben wirklich erstmal aufdecken. Man muss es recherchieren, man muss es dann publik machen, da haben wir viel Arbeit vor uns. Eine Woche bevor die AfD in Stuttgart ihr neues Parteiprogramm beschließen möchte. Unter anderem in Frankfurt findet eine Koordinierungsveranstaltung zur Blockade des AfD-Bundesparteitages statt. Die Organisation Aufstehen gegen Rassismus plant die Blockade der Versammlung. Dazu verbündet man sich mit der Organisation Kein Bundesparteitag der AfD. Zeitgleich mit dem Koordinationstreffen tagen die bayerischen Jusos. Die Nachwuchspolitiker der SPD grüßen und begrüßen diese Tagung der Antifa. Aber auch der Fraktionsvorsitzende der SPD im Bayerischen Landtag, Markus Rinderspacher, unterzeichnet den Aufruf via Twitter beim Aufstehen gegen Rassismus. Genau wie Thorsten Schäfer-Gümbel, sozialdemokratischer Spitzenmann aus Hessen. Damit unterschreiben die vermeintlich verfassungstreuen Sozialdemokraten bei einer Organisation, die durch den Bayerischen Verfassungsschutz beobachtet wird. Die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten, kurz VVN, BDA. Doch die Sozialdemokraten sind nicht alleine. Auch die Grüne Katrin Göring-Eckardt, immerhin Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, firmiert als Unterstützerin des Linksextremismus. Ebenso wie der Co-Vorsitzende der Grünen Bundestagsfraktion Anton Hofreiter. Aber auch die Grüne Partei Doppelspitze macht mit Linksextremisten gemeinsame Sache. Simone Peter und Cem Özdemir unterstützen ebenfalls den vermeintlichen Aufstand gegen Rassismus. Merkwürdig nur, die vorgeblichen Antirassisten dulden in ihrer Mitte auch einen gewissen Norman Pech. Dieser Politiker der Linkspartei ist nach Ansicht des Kolumnisten und Autors Henrik M. Broder ein, Zitat, lupenreiner Antisemit. Pech empfiehlt Israel Verhandlungen mit der radikal-islamischen Hamas, obwohl diese in ihrer Charta die Vernichtung des jüdischen Staates als Endziel ausgewiesen hat. Kurz, der jüdische Staat soll sich mit seinen zu allem entschlossenen Feinden an einen Tisch setzen. Schon bei der Räumung des Gazastreifens durch Israel ist solches Vorgehen gescheitert. Ebenfalls einer der Unterstützer des Antifa-Bündnisses, Frederik Wester. Der Blockupy-Aktivist verteidigte das Bündnis mit der Antifa und deren Gewalt im Rahmen der EZB-Eröffnung in einem Interview mit dem Magazin Cicero. Immer hätten die Ausschreitungen dazu geführt, dass er in die Zeitung komme, so Linksaktivist Wester. Gut geheißen werden damit solche Bilder. Merkwürdige Partner für die vermeintliche Friedenspartei Bündnis 90 Die Grünen. Auf unsere Anfrage reagiert die Parteispitze der Grünen nicht. Offensichtlich ist diese Partei nicht der Ansicht, der Öffentlichkeit Auskunft über ihre Allianzen mit gewalttätigen Linksextremisten zu schulden. Kein Wunder also, dass sich Mitglieder der Grünen auch ganz direkt bei der Antifa einbringen. Also erstmal vielen Dank für die Einladung und dass ich heute hier sprechen darf. Das ist wirklich toll, den AfD-Bundesparteitag hier.
Das findet kommendes Wochenende in Stuttgart statt. Das haben vielleicht die eine oder andere hoffentlich schon ganz viele mitbekommen. Und wir organisieren dagegen Proteste. Die junge Frau, die hier für die Blockade des AfD-Parteitages wirbt, ist Suvi Christine Welt. Sie gehört der Grünen Jugend an, sitzt für diese im Bezirksbeirat Nord der Stadt Stuttgart und ist regelmäßig dabei, wenn die Antifa aufmarschiert. Wie etwa hier bei den Gegendemonstrationen gegen die Demo für alle, bei der sie ebenfalls gemeinsame Sache mit der Antifa macht und diese vom Ufer her anfeuert. Oder auch bei den Protesten gegen die AfD-Wahlparty im März 2016, als sie sich hinter einem Stuttgart ist bunt zu verbergen sucht. Beruflich ist Suvi Christine Welt Sozialarbeiterin an dieser Pforzheimer Schule. Welche Werte sie, wie der Linksextremist Jens Heidrich, den Kindern anderer Leute vermittelt, dürfte auch klar sein. Doch es gibt weitere Beispiele aus dem Erziehungswesen. So trägt sich unter dem Aufruf von Frankfurt zum Aufstehen gegen Rassismus auch die Antifa Oberhausen ein. Dass Oberhausen ein gedeihliches Pflaster für die Antifa ist, liegt auch am Bertha-von-Suttner-Gymnasium. An dieser Schule gibt es schon seit 30 Jahren eine Antifa-AG, wie die Schule stolz auf ihrer Internetseite verkündet. So viel Engagement der Schule findet in der nordrhein-westfälischen Landespolitik sogleich seine Anerkennung. Im Beisein der NRW-Schulministerin Silvia Löhrmann, Grüne, und der sozialdemokratischen Familienministerin Ute Schäfer stellen, Zitat, die zwei Antifa-Schüler Lea Tokarski und Jasper Kösters gemeinsam die vielen Aktivitäten der Schule in einem sehr prominenten Rahmen vor. Wie man an Rechtschreibfehlern auf der Internetseite der Schule erkennen kann, ist Marx hier wichtiger als Duden. Wer bei der schuleigenen Antifa mitmischen möchte, braucht sich im Übrigen nur montags oder mittwochs in der siebten Stunde im Lehrerzimmer zu melden. Alles mit Segen und freundlicher Unterstützung durch die rot-grünen Schul- und Kultusministerien in NRW. Da ist es nur folgerichtig, dass sich die Linksaktivisten in Frankfurt gegenseitig darin unterrichten, wie man den Kampf gegen Rechts an Schulen vorantreibt. Aber auch im Stadtteil, im Theater und an der Uni soll der Kampf gegen Rechts vorangetrieben werden. Einen Geschmack davon, wie dieser Kampf an Universitäten geführt wird, erhielt Christian Schumacher, als er die mit der AfD verbundene Campus-Alternative im Studentenparlament vertreten wissen wollte. Dazu musste Schumacher jedoch einen Antrag im Konvent der Studentenvertretung stellen. Dieser kam am 20. April 2016 zusammen. Die Antifa war vorbereitet. Die Versammlung war genau in dem Raum hinter mir. Ich kam dann hierher und dann erwarteten die mich, also die Linken erwarteten mich schon vor der Tür und haben mich nicht reinlassen wollen. Ja, interessant ist auch zu wissen, dass diese Linksextremisten, wie ich hier stand und noch überlegt habe, ob ich jetzt reingehen soll oder nicht, weil es war ja schon ziemlich, ich hatte schon Herzklopfen, kann man so sagen, haben die Facebook-Posts gezeigt und unter anderem gesagt, ja, da kommt ja jetzt einer von der AfD und der will jetzt eine Hochschulgruppe gründen und den Nazi lassen wir nicht rein. Das heißt, die müssen von irgendjemandem innerhalb dieses Konventes Bescheid gekriegt haben, dass ich an dem Tag komme. Und wie sich später herausgestellt hat, war das sogenannte antifaschistische Referendariat, das diese Vorstellung davor ins Internet gepostet hat, ins Facebook, mit dem Aufruf, doch gegen Rechtsradikale aufzustehen. Ja, natürlich weiß die Hochschulleitung von dieser antifaschistischen Gruppierung innerhalb des Konvents, aber was dagegen machen, tun sie ja trotzdem nicht offensichtlich. Das faschistische Referendariat ist ein Unterausschuss sozusagen der Fachschaften. Also es ist jetzt keine Hochschulgruppe, aber die gehören zum Konvent der Fachschaften dazu und übernehmen halt gewisse Aufgaben, in dem Fall halt der antifaschistische Kampf an der LMU. Und wir haben dann auch gefordert, dieses Referendariat aufzulösen, weil es einfach überhaupt nicht geht, dass man einfach zur Blockade und zur Gewalt gegen Andersdenkende aufruft. Später hebt die Hochschulleitung die Entscheidung des Konvents auf und lässt die Campus-Alternative zu. Außerdem reagiert die Universität auf die Forderung Schumachers und leitete den Ausschluss der Gruppe Waffen der Kritik ein. Die marxistische Gruppe bezeichnet Gewalt auf ihrer Internetseite als legitimes Mittel der Politik. Dort heißt es mit Bezug auf Karl Marx:
Die Waffe der Kritik kann allerdings die Kritik der Waffen nicht ersetzen. Die materielle Gewalt muss gestürzt werden durch materielle Gewalt. Allein auch die Theorie wird zur materiellen Gewalt, sobald sie die Massen ergreift. Karl Marx zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Eine Einstellung, die für Schumacher sehr spürbar wurde. Es kam dann zum kleinen Handgemenge. Also sie haben wirklich physisch mir den Weg versperrt und ich habe ein paar Mal mit ihnen geredet und gebeten, bitte lasst mich rein, ich habe da einen Termin. Die wollten mich nicht, Begründung, Nazis dürfen hier nicht rein. Und anschließend ist dann aber doch jemand von der Versammlung rausgekommen und hat mich reingebeten. Die Linksextremisten sind dann mit reingekommen, also ich weiß nicht, warum die mit rein durften, aber die durften auf jeden Fall mit rein. Und dann kam es in der Versammlung zu der Vorstellung meiner Hochschulgruppe. Zu einer wirklichen Vorstellung kam es natürlich nicht, weil die Linken natürlich von hinten, vom Saal natürlich die ganze Zeit gestört haben mit Zwischenrufen und unflätigen Bemerkungen und Obszönitäten. Die Mitglieder des Konvents hatten sich auch schon sowieso im Voraus schon geeinigt, dass sie mich einstimmig ablehnen werden. Also das hat mir auch jemand gesagt, während die Konventsleitung versucht hat, diese Linken zur Ruhe zu mahnen, was natürlich nicht funktioniert hat, haben mir ein paar schon gesagt, ich soll meinen Antrag einfach zurückziehen, weil man hätte sich sowieso schon geeinigt darauf, dass man mich und meine Hochschulgruppe hier nicht haben wolle. Also eine Begründung gab es auch nicht, einfach nur, wir wollen dich nicht hier haben. Dann, wie gesagt, wurde ich abgelehnt und dann bin ich wieder raus und die Treppe runter. Und da sind mir dann einige aus dem linksextremen Spektrum hinterhergerannt und haben mich dann auch versucht, die Treppe runterzuschucken. Die Treppe, die sie mich runtergeschuckt haben, war die Haupttreppe, zu der man auch natürlich, wenn man ins Gebäude reingeht, die man natürlich hoch muss, um hierher zu kommen. Die bin ich natürlich auch wieder so runtergegangen und die haben sie mich dann versucht runterzuschucken und haben mir dann in die Beine von hinten getreten. Es war nicht nur ein leichter Kick oder so, sondern es war wirklich in der Absicht, dass ich auch in Stolpern gerate und die Treppe runterfalle. Die haben mich aber auch bis in die U-Bahn hinein begleitet und haben dann auch in der U-Bahn-Station meine Jacke beschmiert mit einem roten Kreidestift oder so und dann dieses rote Anarcho-Zeichen, dieses A im Kreis. Die Linke reagiert mit einer Veranstaltung gegen die Zulassung der AfD und dem Ausschlussversuch zu Lasten der Waffen der Kritik. Das antifaschistische Referat postet auf seiner Facebook-Seite ein Bild dieses Protestes, auf dem viele Fahnen der unter Verfassungsschutzbeobachtung stehenden SDAJ, der Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend, zu sehen sind. Um die AfD an der Uni zu verhindern, entscheidet die Fachschaft schließlich, allen politischen Gruppen die Zulassung zu entziehen. Einer gelebten Demokratie wurde damit ein Bärendienst erwiesen, wenn auch die Politabstinenz, jedenfalls der linken Gruppen, kaum lange anhalten wird. Dafür sitzt man an anderer Stelle umso fester im Sattel. Eine weitere Spur der sehr engen Zusammenarbeit von kommunalen Einrichtungen, linker Parteien und Antifa beginnt hier in Düsseldorf. Vom Zack führt diese in das Dresdner Bürgerbüro grüner Abgeordneter in Bund und im Land Sachsen. Das vorgebliche Kulturzentrum wird durch die Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens mit jährlich 1 Million Euro bezuschusst. Weitere Zuschüsse durch den Bund kommen noch hinzu. Das ist Mischa Aschmoneit. Dieser verdient seinen Lebensunterhalt im Düsseldorfer Zack. Hallo, mein Name ist Mischa Aschmoneit. Jetzt bin ich kurz in meiner Eigenschaft als Mitarbeiter dieses Kulturzentrums. Sage herzlich willkommen. Genutzt wird der Millionenzuschuss des Steuerzahlers für linke Veranstaltungen wie das Blockadetraining durch die Antifa, die nach einem Treffen im Zack inmitten Düsseldorfs den Straßenkampf übt. Geschützt wird die extreme Linke dabei von der Polizei. Aschmoneit gehört der interventionistischen Linken an, die durch das Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet wird. Laut Darstellung der Verfassungshüter ist die interventionistische Linke gewaltgeneigt, auch wenn man sich aus taktischen Gründen oft anders äußert. Ja, natürlich. Bei Nazi-Aufmärschen sagen wir, es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda. Wir setzen uns in den Weg. Wir sind der Meinung, die dürfen nicht laufen. Okay. Wer Nazi ist, bestimmt selbstredend die extreme Linke selbst. Die Organisation Aschmoneits sammelt auch Geld für den bewaffneten revolutionären Kampf im syrischen Rojava. 100.000 Euro sollen durch Aschmoneits Genossen zusammengetragen worden sein. Aschmoneit erklärte bereits im Oktober 2013 im Zack, hinter welcher Organisation tatsächlich seine kommunistischen Mitkämpfer stecken. Genau. Ich heiße Mischa,
komme aus der interventionistischen Linken. Das ist ein bundesweites Netzwerk von radikalen linken Gruppen. Gibt es in roundabout 20 Städten in der BRD. Wir sind diejenigen, die zusammen mit der TAK, aber auch mit anderen, die Proteste in Heiligendamm organisiert haben. Wir sind diejenigen, die den Widerstand in Form von Castor Schottern mit organisiert haben, diejenigen, die Dresden nazifrei mitbewegen. Daraus entnehmt ihr erstmal, dass wir diese Frage Reform und Revolution in die Richtung beantworten und sagen, ja, es bedarf des revolutionären Bruchs. Dresden nazifrei ist damit eine von Verfassungsfeinden ins Leben gerufene Organisation. Die Geschäftsstelle befindet sich genau hier, wie uns eine Mitarbeiterin der Post bestätigt. Im Bürgerbüro der Grünen in Dresden. Hier betreiben der Bundestagsabgeordnete Stefan Kühn und der Landtagsabgeordnete Valentin Lippmann ihre durch den Steuerzahler finanzierte Anlaufstelle. In dieser geben die beiden Grünen den Linksextremisten von Dresden nazifrei Unterschlupf. Auf die Beherbergung weist Stefan Kühn in einer Parteimitteilung selbst hin. Die grünen Abgeordneten haben augenscheinlich auch kein Problem damit, dass ihre Mitstreiter über ihre Internetseite auf den Ermittlungsausschuss aufmerksam machen. Ein Vergleich der Telefonnummern ergibt, wie meist auch hier, dass sich hinter dem Ermittlungsausschuss eine sehr spezielle Gruppe verbirgt, die Rote Hilfe. Die Rote Hilfe ist eine linksextremistische Organisation, die Gewalttätern und Terroristen aus dem linken Spektrum Unterstützung gewährt. Ihr gehörten nicht zuletzt auch Birgit Hogefeld und Holger Grams an, bevor sie sich der RAF anschlossen. Die Rote Hilfe war ein Rekrutierungspool der Linksterroristen. Im Jahr 2013 wurden durch eine Gesetzesänderung allen durch den Verfassungsschutz beobachteten Vereinen die Gemeinnützigkeit entzogen. Durch diese konnten zuvor Spenden an Verfassungsfeinde wie der Roten Hilfe steuerlich abgesetzt werden. Doch die Linksextremisten haben einen Weg zur Umgehung gefunden. Als wir anrufen und uns als potenzielle Spender ausgeben, die an einer Spendenbescheinigung für das Finanzamt interessiert sind, wird uns der Trick offenbart. Wir mögen unser Geld doch schlicht an den Verein Hans-Litten-Archiv e.V. überweisen. Dieser gehöre auch zur Roten Hilfe und sei nach wie vor gemeinnützig. Die Angaben bestätigen sich auf der Internetseite des Archivs, das dort auch als Rote Hilfe-Archiv bezeichnet wird. Die Archivare des Linksextremismus freuen sich auf Spenden, die von der Steuer absetzbar sind. Die Verbindungen von Dresden nazifrei ins linksextreme Lager stellen auch kein Hindernis dar, wenn es gilt, den Smart Hero Award zu vergeben. Dieser steht unter der Schirmherrschaft von Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig. Die SPD-Politikerin ist der Ansicht, der Linksextremismus sei als Problem aufgebauscht. Folgerichtig verleiht sie Dresden nazifrei den auch von Facebook gestifteten Smart Hero Award. Wer in der Terrorunterstützungsgruppe Rote Hilfe Mitglied ist, weiß man in der Regel nicht. Doch von zwei Politikerinnen wurde die Mitgliedschaft in der Roten Hilfe der Öffentlichkeit bekannt. Die ehemalige Vorsitzende der Jugendorganisation der SPD, Franziska Drosel, wurde von den Jungsozialisten einst zur Vorsitzenden gewählt. Zu diesem Zeitpunkt war allerdings ihre Mitgliedschaft in der Roten Hilfe bereits bekannt. Auf öffentlichen Druck hin trat Drosel 2007 aus der Roten Hilfe aus. Zwei Jahre später durfte die Juristin in der SPD schon wieder die Rechtslage zum Eigentum definieren. Deswegen würde ich auch immer sagen, dass eine Umverteilung von Einkommen, von Vermögen, von Chancen, dass das nach der derzeitigen Gesetzeslage, zumindest vom Grundgesetz her, ohne Probleme möglich ist. Drosels Ansatz ist es, die deutsche Nation zu bekämpfen. Ja, also deutsche Nation, das ist für mich überhaupt nichts, aber wenn ich mich positiv beziehe, würde ich politisch sogar eher bekämpfen. Bei den Grünen ist die Distanz zum Linksterrorismus auch nicht größer als bei der SPD. Eher im Gegenteil. Sina Dugan, die sich selbst als linksextremistisch bezeichnet, war zur Zeit des hier gezeigten Sommercamps der Grünen Bundessprecherin der Grünen Jugend. Zugleich war sie Mitglied in der Roten Hilfe. Also im Grunde genommen bin ich zu den Grünen gekommen, weil mir Gerechtigkeit sehr, sehr wichtig war. Und deswegen auch eben diese Themen, also Antirassismus und Frauen-Genderpolitik, weil ich nicht verstehen kann, warum man Menschen, nur weil sie
andere Herkunft haben oder ein anderes Geschlecht haben, anders behandelt als andere Menschen, die zum Beispiel männlich, heteronormativ, ja. Man kann sich so mittlerweile vorstellen, was die Grünen unter Gerechtigkeit verstehen. Rassismus kann dieser verschrobenen Vorstellung nach nur bei Weißen vorkommen. Dugan blieb nach Medienberichten, anders als Drosel, allerdings Mitglied bei der Roten Hilfe. Sowohl die SPD-Politikerin Drosel als auch die Grüne Dugan sind heute noch Mitglieder ihrer Parteien. Das Zack in Düsseldorf mit seinen offensichtlich weit gesponnenen Verbindungen ist jedoch bei weitem kein Einzelfall. So wird etwa in München ein sehr weit verzweigtes Netzwerk der linksextremen Szene direkt mit Steuergeldern finanziert, wie unsere Dokumentation Die kommunalen Netzwerke aus der Serie zum Linksstaat sehr detailliert aufzeigt. Besonders das Café Marat und das Eine Welthaus wurden als städtisches Eigentum der linksextremen Szene überlassen und zudem alljährlich gesponsert. Einer, der von der Steuergeldfinanzierung der Linksextremen profitiert, ist der vermeintliche Journalist Tobias Betzler. Er arbeitet unter dem Pseudonym Robert Andreasch. Im Vorfeld des Bundesparteitages der AfD Ende April, Anfang Mai 2016 tritt Andreasch einmal mehr bei einigen Mobilisierungsveranstaltungen der Antifa auf. Dieses Mal, um möglichst viele Antifas zur Blockade des Parteitages zu bewegen. Zum einen befeuert Betzler alias Andreasch die Antifa in Regensburg. Aber auch im Café Marat tritt Betzler auf. Sein Vortrag wird eingebettet in die Kampagne »Nationalismus ist keine Alternative« und den Brandstiftern einheizen. Kampagnen, die auch außen am Café Marat beworben und sich im Internet wie folgt darstellen. Das Café Marat wird vom Verfassungsschutz beobachtet und von der Stadt München finanziert. Die Mobilisierung hat Erfolg. München fährt nach Stuttgart, heißt es auf einem Flyer, der in die Tat umgesetzt wird. Im Café Marat werden die Bustickets nach Stuttgart zur Blockade einer demokratischen Partei verkauft. Aber nicht nur in München, auch in Bremen und in vielen anderen Orten in ganz Deutschland macht sich die Antifa auf den Weg nach Stuttgart. In Bremen etwa werden die Bustickets in diesem Laden verkauft. In manchen Fällen werden Busfahrten der Antifa zu Demonstrationen gegen die AfD oder andere nicht-linke Organisationen durch den Staat finanziert. Dies war zumindest in Thüringen der Fall, wie Björn Höcke erklärt, dessen Fraktion sich in Thüringen um Aufklärung der Hintergründe des Linksextremismus bemüht. Ja, wir sind da sehr aktiv, auch was die Aufklärung des Linksextremismus angeht. Wir haben ja leider die Situation, dass wir in Thüringen eine kommunistische Regierung haben mit einem kommunistischen Ministerpräsidenten. Das muss man in aller Deutlichkeit so sagen. Und entsprechend werden auch linksextreme Strukturen, das konnten wir mittlerweile auch belegen, durch Steuergelder genährt. Ein Beispiel sind die Finanzierung von Demonstrationstourismusfahrten für linksextreme Störer. Die sind im Jahre 2010 bis zum Jahre 2015 in Thüringen mit 40.000 Euro Steuergeld letztlich sichergestellt worden. Man muss sich das wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Da werden also oftmals gewalttätige Störer zu genehmigten Demonstrationen gefahren, um dort nicht nur die Arbeit der Polizei zu verhindern, sondern auch um die Sicherheit der Teilnehmer manchmal zu gefährden und die Demonstration im schlimmsten Fall unmöglich zu machen, also die Ausübung eines Bürgerrechts zu verunmöglichen. Und das ist ein Zustand, der eines demokratischen Rechtsstaates in meinen Augen nicht würdig ist. Die bundesweite Werbung für die Antifa-Bus-Touren nach Stuttgart hat jedenfalls Erfolg. Wir gehen in die Münchner Verkaufsstelle des Café Marat und besorgen uns ebenfalls ein Busticket. Vor dem Eine Welthaus in München werden die Antifa-Busse die Linksextremen aufnehmen. In der Nacht zum 30. April 2016 geht es los. Um 2 Uhr morgens herrscht noch Hochbetrieb im Eine Welthaus.
Kurze Zeit später verlässt die Antifa München und fährt Richtung Stuttgart ab. Wenige Stunden später. Die aus ganz Deutschland ankommenden Busse spucken eine Unzahl von Antifas aus. Diese nehmen sofort Absperrungen mit, um eigene Barrikaden zu bauen. Nachdem sich die linken Gewalttäter auch noch vermummt haben, werden über 400 von ihnen in Gewahrsam genommen. Die Organisationsstruktur der Antifa kommt gut bei den Festnahmen zur Geltung. Aktivisten der Roten Hilfe, der linksextremen Terrorunterstützungsaktion, werden als sogenannter Ermittlungsausschuss aktiv. Sie notieren Namen, Geburtsdatum und Wohnort der Festgenommenen, um diesen rechtlichen Beistand leisten zu können. Nicht nur die Festgesetzten, sondern vor allem alle verurteilten linken Gewalttäter sind nach linksextremem Verständnis politische Gefangene, deren Freilassung man fordert. Freiheit für alle politische Gefangene! Freiheit für alle politische Gefangene! Im Rahmen der Festnahmen sind die Linksextremisten darum bemüht, Bilder für die TV- und Fotokameras zu provozieren, die sie als Opfer erscheinen lassen. Dabei helfen auch Fotografen, die selbst der linken Szene Stuttgarts angehören. Wie etwa Alfred Denzinger, der in einem Fall der Antifa sogar half, uns die Berichterstattung unmöglich zu machen. Dieses in diesem Augenblick gemachte Bild Denzingers ist später Aufmacher bei dem von ihm und seinem Sohn betriebenen Online-Magazin Beobachter News. In einem einseitigen Bericht wird die Polizei für die Eskalation verantwortlich gemacht. Unter anderem auch deshalb, weil die Beamten AfD-Mitgliedern Zutritt zu ihrem eigenen Parteitag verschafft haben. Aus Sicht der Linksextremisten von Beobachter News augenscheinlich ein Skandal. Die Münchner Antifa bringt ebenfalls ihren eigenen Fotografen mit. Auch die Sanitäter sind nicht etwa neutrales medizinisches Personal des Roten Kreuzes, der Feuerwehr oder gar der Polizei. Diese Ersthelfer nennen sich Demosanitäter und sind eine Abteilung der Antifa. Verletzungen, die vermeintlich die Polizei den linken Demonstranten zugefügt haben, können auf diese Weise mit gesteigerter Dramatik versorgt werden. Auf der ihnen zugehörigen Facebook-Seite berichten die Ersthelfer nicht nur vom AfD-Parteitag. Sie kündigen zudem eine gemeinsame revolutionäre Kundgebung und eine Feier beim Lilo-Hermann-Zentrum an. Das ist der Treffpunkt der Linksextremen, in dem die Linke genauso Unterschlupf findet wie die DKP, die Rote Hilfe und andere. Gegründet wurde das Lilo-Hermann-Zentrum übrigens von Jens Heidrich. Am Nachmittag des AfD-Bundesparteitages. In der Innenstadt Stuttgarts hat sich die Antifa zu einer weiteren Kundgebung versammelt. Auf dem Führungswagen Suvi Christine Welt von den Grünen und Jens Heidrich. Unter anderem spricht auch Kuno Hägele, Geschäftsführer der Gewerkschaft Verdi in Stuttgart, zu den Linksextremisten. Die AfD setzt mit ihren extremistischen und neoliberalen Forderungen, gepaart mit Nationalismus und Rassismus, auf Ausgrenzung und soziale Spaltung. Mit einem leicht abgewandelten Zitat nimmt der Gewerkschaftsfunktionär Anleihen bei Karl Marx und Friedrich Engels und deren Aufruf zur kommunistischen Revolution. So etwas wie die AfD braucht niemand. Und im Übrigen haben wir aus unserer Geschichte gelernt und es hat immer geheißen, Arbeiter aller Länder, vereinigt euch. Nachdem der Erzieher Jens Heidrich den Aufruf Hägeles zur Revolution wenig überraschend gelobt hat, gibt er Anweisungen für den weiteren Verlauf. Was ein Schlusswort. Danke, Kuno Hägele vom Verdi-Bezirk Stuttgart. Bevor wir mit unserer Demonstration weiterziehen... Dann gibt Heidrich eine Erklärung ab, bei der weder die von ihm genannten Zahlen noch die Abläufe Realität sind. Wir sind 5000 Leute, aber eigentlich wären wir mindestens 600 mehr.
600 Leute, ich habe vorhin gesagt 400, es sind mittlerweile leider 600, sind heute Morgen aus fadenscheinigen Gründen von der Polizei an der Messe festgenommen worden. Nicht nur Heydrich und Verdi-Funktionär Hägele lassen den Kommunismus hochleben, sondern auch die Demonstranten der Kampagne Nationalismus ist keine Alternative, die im Münchner Café Marat, wie berichtet, zusammen mit Robert Andreasch für diese Demonstration mobilisiert hatten. Aus dem Bundestag wird der Antifa jedenfalls Unterstützung zuteil. Unsere Solidarität und ich hoffe die Solidarität des ganzen Hauses muss all jenen gehören, die gegen rassistische Hetze auf die Straße gehen und die die Flüchtlingshilfe unterstützen. Und da meine ich die Kirchen genauso wie die Antifa-Bewegung.